hier zu. So, jetzt leg los. Ach, ich hatte gestern ja ein Treffen mit einem Mädel und das war der Reinfall. Aber egal. Was soll man machen? Ja, moderne Mädchen haben es nicht so mit Spinner. Ja, ich hab's gemerkt. Was soll man machen? Ne? Also ich habe mich damit abgefunden jetzt so. Ich habe sehr viele gedatet in der letzten Zeit, also schon in den letzten Jahren. Es mag nicht klappen. Zu normiert, ich weiß es nicht. Also ja, das so. Ist nicht normiert, das ist nicht normiert, das ist normal. Das ist ein Prozess, wo du durchläufst in deinem Leben. Ich sage immer wieder, du hast noch so ein riesen Stück Buch vor dir. Ja, und jedes Leben ist was individuell, was Eigenständiges. Und du wirst irgendwann einmal merken, ich sage jetzt, ich habe ja nur wieder meinen Jan gedobelt jetzt da, einen jungen Busch, der total voller Begeisterung ist. Und ich sage, du wirst irgendwann einmal dein Leben leben müssen. Und jetzt sage ich dasselbe wie im Jan, wenn du nicht mindestens auf der Seite 40 bist. Ist alles zwar schön, aber dein Leben wird Haken schlagen, unberechenbare Haken. Und es ist hilfreich, wenn man das weiß, aber es ist immer dieses Prinzip, du kannst jetzt innerhalb dieser Chronologie, dieses chronologischen Denken eines menschlichen Lebens, du kannst nicht von unten nach oben sehen. Da kannst du intellektuell so viel begriffen haben, verstanden hast du es nicht, glaub es mir, das solltest dich mit Jan zusammenrufen, der wird dann mit einem wissenden Schmenzeln da sitzen und den ist genauso gegangen. Und dann ist Liebschaften alles, was es ist. Darum sage ich, versuch dich als Trockennasenaffen unter Trockennasenaffen möglichst normal zu verhalten, ja. Dann eckst du nicht an. Das stimmt, ja. Das ist sehr lieb, danke. Und wenn du meinst, du musst mit Gewalt anecken, gut, es ist dann dein Problem, es nützt nichts. Nee. Weißt du, die Reifestufe, die jetzt Geistesfunken haben, hängen von ihrem Programm ab. Das heißt, alles, was einer äußert, sagt nichts aus über das, was er dir erklärt, sondern alles über sein Programm. Du kannst ja immer nur dein Programm äußern. Ja, das diese ist ja Computermetapher, wenn ich sage, und du hast ein komplett eigenständiges Leben. Ja. Das heißt, Figuren, die in dir auftauchen, werden von dir erschaffen, ohne dass du einen Einfluss drauf hast. Das sind immer diese zwei Seiten, dieses Jein. Ja. Weil es ist definitiv so, solange du in der Personifizierung lebst, bist du praktisch ein Geistesfunk, sprich ein Computer, der im Arbeitsspeicher ein Bücherregal hat, Entschuldigung, auf der Festplatte ein Bücherregal, eine ganze Bibliothek sogar hat, das Internet. Ja. Und da ist die Welt deiner Interessen, ist dein Bücherregal und von den Büchern lädst du eins in Arbeitsspeicher. Das ist der aktuelle Film oder das, genauer gesagt, das aktuelle Videospiel, das du spielst. Und du mit deinen Reaktionen auf die Bilder veränderst die nächsten Bilder. Mhm, ja. Darum ist das Geschwätz, solange ich wirklich noch unbewusst chronologisch bin. Und ich sage jetzt, wenn wir wieder unseren Chat als Beispiel nehmen, alle, die hier irgendwas reinstellen, dieses weltliche Gesappere, da hängst du dann noch fest, du meinst, du hast irgendwas verstanden. Wenn du das verstanden hast, ist es abgehakt, dann wird es nochmal in dir auftauchen. Wir hatten jetzt wieder so ein schönes, ich bleibe jetzt mal aktuell in unserem Chat, ein Video über Demokratie, Veränderung der Demokratie. Da kannst du verändern, so viel du willst. Demokratie wird niemals funktionieren, da habe ich genügend Beispiele. Ja. Da brauchst du dieser Patriarchat in Bezug auf einen Vaterstaat, wo ein Geist, der den absoluten Überblick hat, das Ganze beherrscht. Ja, das so ist es. Praktisch das Göttliche. Das ist, du musst wieder zurück zu dem eigentlichen Schöpfer. Ja, ja. Ja, ja. Und jetzt ist natürlich schon das Wort Schöpfer, ist da, ich sage immer wieder, da hängt das Wort Opfer mit drin, die Christusgeschichte. Meine ich unter Schöpfer, Schöpfer ist ein Former, ich schöpfe was aus mir heraus. Alle Menschen, die du dir ausdenkst, sind Geschöpfe. Aber wo kommen die her, wenn du träumst? Ja, immer aus die kommen aus dir, darum sage ich, diese Metapher ist unheimlich wichtig. Und Demokratie, egal wie du es magst, dir wird irgendwann einmal klar sein, es sind einfach nur KIs, die programmabhängig reagieren. Ja. Und ein Mitspracherecht, ein ganzes Volk, denke ich, mache jetzt nur, ich spreche nur an mein demokratisches Krankenhaus, wo jeder, der im Krankenhaus arbeitet, mitbestimmen darf, was an den Patienten gemacht wird. Das verstehen die aber nicht. Das kann ein Gedanke von dir nicht verstehen, was viel wichtiger ist. Warum versuchst du ständig einen Gedanken von dir was zu erklären? Ich weiß es nicht, Udo. Ich weiß es nicht. Das ist dieses Spiel. Das ist dieses, wer bestimmt jetzt das? Es ist dein Ego. Ja. Ja.
Es ich will ist, ja nicht mal was unbedingt verändern. Es ist normal in dem Alter. Es ist, Moritz, es ist in dem Alter vollkommen normal. Es ist mit der Liebe, darum sage ich, da muss jeder durch, jetzt selbst wenn ich jetzt das im menschlichen Leben sehe. Und da sind, ich kann so viele Sachen aufgreifen. Mir fällt jetzt ein Klaus ein. Ich nenne ihn einfach Klaus. Der war in Almena. Der ist jetzt hier in unserem Chat mit drin. Und der schreibt, ihr schreibt ja, ich kriege ja auch viele Privatsachen, die nur den Udo anschreiben. Ich sage jetzt ganz bewusst den Udo anschreiben. Das sind Selbstgespräche letztendlich, weil du immer meinst, du kriegst von außen irgendwelche Antworten. Dein Außen, das, was du von außen kriegst, ist letztendlich etwas, was aus dem Programm generiert wird durch eine Reaktion. Ja, die Suche nach Bestätigung. Das ist ganz egal, was es ist. Aber der Klaus ist Heilpraktiker und der war in Almena schon, war ein Freund von Günter Wehmeyer. Und dann ist er komplett vor Holofeeling wieder abgefahren. Und ich mache jetzt einfach eine Geschichte, wo er mir schreibt, der ist dann sehr, ich nenne es einfach mal versumpft in dem einseitigen asiatischen Denken. Und er schreibt die Geschichte, was er erlebt hat. Und ich sage immer wieder, auch das Klaus-Programm erzeugt einen Film. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Ja. Und das sind viele Sachen, die du dann aus dieser Perspektive in einem Traum sogar realisieren kannst. Ich sage immer wieder, alles, was du glaubst, was in einer tiefen Innern eine Beschwörung ist, kannst du sogar realisieren. Ja. Das ist dieser einfache Satz, das ist so zu sitzen. Wenn du glaubst, dass da außen ein Kreuzfahrtschiff AIDA ist, wenn du das unbedingt sehen willst, dann siehst du es. Entsprechend denk, du steuerst dein Männchen in dem Videospiel, musst du halt nach Genua oder nach Hamburg, wo das gerade anliegt, musst du dich informieren, natürlich auch wieder aus dem Internet. Und dann hast du durch ständig wechselnde Bilder dieses Schiff auf deine VR-Brille holen. Ja. Du kannst auch den Eiffelturm auf deine VR-Brille. Es wird immer hier und jetzt in dir, in deinem Kopf, als Information auftauchen. Dann halt auf der VR-Brille. Und jetzt, wenn du die vier Stufen der Vergessenheit nicht installiert hast, dann wirst du immer noch in dem Wahn leben, da außen ist irgendwas und du hast mit dem, du hast praktisch mit deiner Information nichts zu tun. Ja. Ich habe jetzt extra Information gesagt, das umfasst nämlich deine Gedanken. Ja. Immer wieder, wenn du an das an Osterhasen denkst, ist dir klar, dass der jetzt nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst und wenn du ihn nicht mehr denkst, ist er weg. Ja. Die Sache keine ist Seinsmöglichkeit. Ja. Und der Witz ist, wenn ich sage, du, solange du in dem Wahn lebst, dass du mit den von dir beobachten, angeschauten Informationen nichts zu tun hast, das gilt auch für deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Ja. Wenn du ein träumender Geist bist und du bist jetzt wirklich in einer Tieftraumphase, das ist dein Jetzt-Zustand, jetzt in diesem Moment träumst du. Ja. Das spielt jetzt keine Rolle, ob du es nur denkst oder ob es auf der VR-Brille ist, wie ich jetzt das optisch immer sage. Okay? Mhm. Jetzt komme ich zu dem Klaus. Dass der Klaus in seinem Leben dann sehr Holofeeling, klingt ja alles gut, ist alles schön, aber ihn hat halt diese Anziehung, sucht er sich auch nicht raus in seinem Programm Asien. Er ist zum Sai Baba geflogen. Ich habe in Almena auch den Sai Baba angesprochen, der die Kunststückchen macht und für Sai Baba gilt dasselbe, wie auch für alle anderen Meister gilt, für den Osho gilt, dass die wesentlichen Aussagen ist, das hast du mal angelesenes Wissen, aber bei Sai Baba, der macht ja, was der Osho nicht macht, hat dann diese Zauberkunststücke. Und ich habe in Almena damals schon gesagt, ich bringe euch jetzt zwei Bücher von zwei Amerikanern oder Amerikaner war das, ein Professor, der ist da hingeflogen, um den zu testen, ob es ein Schwätzer ist und von einem englischen Professor. Und das sind zwei unterschiedliche Erfahrungen. Die Amerikaner haben gesagt, die wollten eine Woche wollten es den testen mit seinen Zauberkunststückchen, weil der Dinge aus nichts materialisiert. Und die sagen, das war schon nach einer halben Stunde jeder David Copperfield, Zauberer oder wie sie alle heißen in Las Vegas, ist tausendmal besser drauf wie der. Es ist unendlich primitiv, was der für Zauberkunststücke macht. Das haben die amerikanischen Professoren festgestellt. Der englische Professor hat also hier ganz, ich gehe jetzt da nicht ins Detail, der schreibt jetzt eine Geschichte, wo er sagt, das ist prinzipiell rein physikalisch nicht möglich, was der macht. Der kann wirklich außen nicht Sachen materialisieren. Wie er das geprüft hat, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das sind zwei Sachen, die du liest. Ja. Hast du ein Programm laufen und du willst es unbedingt glauben, dann verwirklichst du das wie den Eiffelturm, wo du sagst, der Eiffelturm ist da außen, ich hoffe, dass der da außen, das ist ja gar nicht. Wenn du davon ausgehst, kannst du den materialisieren und wenn du zum Sai Baba fährst mit einem tiefen Glauben, dass der das kann, dann erlebst du das. Und der Klaus könnte jetzt, dieser Klaus, wenn er in seinem Buch zurückblättert, können die Leute reden, so viel sie wollen. Ich kann beschwören, dass der zu mir ins Zimmer gekommen ist und dieses und jenes gemacht hat. Ja. Das habe ich auf der VR-Brille real erlebt. Mhm.
Bezweifelt keiner. Es ist aber trotzdem bloß in einem Traum passiert und verwirklicht wurde nicht. Nicht, niemals kann irgendjemand in den Traum irgendetwas machen, wenn du das dir nicht denkst, wenn du das nicht in dir verwirklichst. Ja, das ist jetzt ganz wichtig, was ich dir sage. Das ist eine Selbstentmächtigung. Ja, das ist ich rede nicht vom Udo. Ich werde mir niemals irgendjemanden ausdenken, der mehr weiß wie ich. Darum bin ich der, der ich bin. Alles, was die Figuren, die in mir auftauchen, wissen und erzählen, ist das, was ich ihnen zuspreche und was ich diesen Figuren in meinem Traum tun lasse. Ja. Aber das ist nein. Das geht jetzt noch nicht einmal, dass du direkt wissen musst, wenn ich immer wieder sage, alles, was das Pixelmännchen Udo jetzt sagst, du träumst jetzt, der Geist, der jetzt das Video anschaut, das ist nicht irgendein Gedanke, das ist nicht der, der vom Computer sitzt. Das ist auch ein Gedanke. Es ist eine vergängliche Information. Aber alles, was eine Figur in einem Traum zu dir erzählt, muss doch zwangsläufig aus dir selbst kommen. Ja. Das ist Computermetapher. Mit den Schichten. Das Internet ist auch nicht außerhalb des Computers, sondern das ist der innerste Kern. Und immer dran denken, solange ich sage, es kommt was von außen, habe ich nichts verstanden. Wenn ich jetzt aber sage, das kommt von innen, habe ich auch nichts verstanden, weil es spielt doch keine Rolle, ob du dir ein Außen oder ein Innen ausdenkst. Ja. Wenn was von einem ausgedachten Innen kommt, kommt es auch von was Ausgedachten. Ja. Aber was ausgedacht ist, kommt aus dem absoluten Mittelpunkt, der nicht denkbar ist. Das ist dieses Dual, dieses Du-Nichts, das immer zuerst einmal so aufplatzt. Aber wenn es so aufplatzt, platzt es auch so auf, dann kriegst du den Einheitskreis und sobald du dir die vier denkst, müssen immer dir positiv, dir negativ denken da sein. Ja. Eine Frage habe ich. Ja. Nur eine einzige. Dann genau, die Freundschaft. Die beschäftigt. Du hast dich schon beantwortet im Endeffekt. Alle, du beantwortest ja alle Fragen. Also es ist ja jetzt. Immer. Ja, es bleibt ja nichts offen. Aber ich bin halt noch nicht auf Seite 40. Das ist halt das Problem. Und also das Vorgelegte. Bei mir ist es so, ich gehe in die Uni, so wie andere Leute, wie Lothar Becker ist oder einen Getränkeladen hat, so geht der dahin. Und bei mir ist es nun mal so, ich muss mich ja, meinen Fragebogen, meinen Führerschein-Prüfungsbogen muss ich mir ja stellen. Nehme ich auch alles gerne an. Wie ist das denn, wenn ich jetzt hinkomme und ich habe das Holo-Feeling, also das Ganzheitsgefühl, und als würde der Mensch zu mir sprechen, aber er braucht nichts sagen. Und ich weiß halt ganz genau, das Programm läuft jetzt so. Dann kriege ich das mittlerweile schon raus und versuche das so ein bisschen zu ändern und merke, der ist ja lieb und nett, aber das ist ja scheinheilig. Wenn ich dann gehe und dann am nächsten Tag wiederkomme, dann sehe ich ja das Programm im Endeffekt wieder geändert und weiß, oh, jetzt werden sie giftig, und drücken einen beiseite. Kann natürlich auch nur ein Traum sein, weiß ich jetzt nicht. Und ich werde dann halt immer so... Wir kürzen das gleich ab, das sind immer noch Spiegelungen von dir selber. Die Schwierigkeit ist, dass das Tierchen-Gucken, das absolute Tierchen-Gucken erfordert, dass du vollkommen emotionslos, okay, und vollkommen wertfrei beobachtest. Das ist dieses, ich wiederhole nochmal, wir denken uns an Tierforscher, und jetzt mache ich einen normalen Menschen, der beobachtet. Der sitzt irgendwo in seinem Versteck, das ist eine höhere Ebene. Das ist jenseits dieses Diesseits, er existiert nicht. Das ist wie abgehoben in einem gewissen Maß aus einer anderen Sphäre heraus. Das ist die Sphäre der absoluten Neutralität. Wenn du da beobachtest, siehst du nur, was ist. Und ich sage, du beobachtest Kreaturen, Charaktere. Das ist jetzt wurscht, ob du die auf der Verabrede hast oder du liest bloß einen Roman. Ja. Und du wirst jetzt feststellen, wenn du einen Roman liest, da ist ja nur Worte. Das heißt, die Charaktere, die du jetzt den Dingen zusprichst. Ich mache mal so eine Geschichte, was wir beobachten, das kennt man jetzt in Worten, du hörst jetzt nur Worte. Ja. Und ich sage, was im Hintergrund abläuft, was dir gar nicht als normaler Mensch auffällt. Also du hast vor dir jetzt erst einmal, du sitzt und beobachtest eine Wasserstelle und da kommen jetzt zwei kleine, süße, unschuldige Gazellen oder Rehlein oder was auch immer zum Trinken und plötzlich taucht da aus nichts zuerst zwei Augen, böse Augen und dann kommt ein altes, großes, altes, runzliches, böses, gefährliches Krokodil und es frisst diese kleinen, unschuldigen Kreaturen auf. Das ist Beobachtung mit Interpretation. Das musst du komplett abgestellt haben. Das heißt, es sind vorab bestimmte Meinungen. Du siehst einfach zwei Kreaturen, dann kommt eine andere Kreatur und die andere Kreatur muss die zwei kleinen Kreaturen zum Fressen genommen, sonst wird sie es ja nicht auffressen. Es ist ein Einswertungsprozess.
Das ist das, was man Liebe nennt. Und darum sage ich auch immer wieder, dieses Gebot, du sollst nicht töten. Das steht nicht da. Es ist ein Riesenunterschied, ob du was tötest. Jetzt haben wir natürlich, unser Tod ist so vieles. Ich sage immer, du musst zu einem geistigen Allesfresser werden. Ja. Darum ist ja das hebräische Wort für alles, heißt ja Kol. 2030. 2030 ergibt jetzt erst einmal 50. Und 50 rot geschrieben hast Sein. Esain, das ist Bewusstsein. Bewusstsein verändert seine, die 200 Gramm rote Gnede verändert seine Oberfläche, ohne dass es sich dabei selbst verändert. Weil es alles, was es an Unterschieden aufwirft, wieder auffrisst, dual frisst alles, was du aus dir herausstellst, wieder auf. Das ist Kol. Kol heißt alles. Akol ist das hebräische Wort für Essen. Wenn ich jetzt Kol als alles nehme, könnte ich eigentlich Aleph als Vorsilbe imperfekt, heißt er, ich werde alles essen. Ja. Das ist aber nur ein anderes Wort für Holofeeling. Genau, ja. Ich will alles zu sein. Ja. Ja, das stimmt. Das ist aber komplett anders. Das ist ja komplett, und das ist jetzt ganz wichtig. Holofeeling ist was Intimes. Jetzt ist ja in Time, Intime, könnte ich ja in Time lesen. Das heißt, dass du mal, sobald du in der Zeit bist. Darum ist dieses Time, Time, hebraisiert. Heißt Wunder, was Wundervolles. Ja. Das ist voller Wunder. In dem Wort Wunder steckt die Wunde. Eine Wunde im Griechischen ist Trauma. Trauma, eine Traumschöpfung. Und das sind jetzt ganz einfache deutsche Worte, wo ich griechische Worte und so weiter erkläre. Und wenn du das nicht für voll nimmst, das ist das, was ich heute reingestellt habe. Ja. Ich garantiere dir, du Geist, was bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das akzeptierst. Ja, es ist so. Das ist ein Akt, das ist eine höhere Ebene, Und das Leben, das du jetzt spielst, baut auf, dass jetzt dieser Satz auch tausende Male erwähnt, einen einzigen Satz verstehen, wenn in deinem Traum irgendeine Figur eine Kritik äußert in Bezug auf irgendetwas, das sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird. Kritik heißt erst einmal bewerten. Ja. Aber eine Bewertung ist, dass du sagst, das ist gut oder das ist schlecht, das ist schön oder das ist hässlich. So kommst du aus der Einseitigkeit nicht raus. Es sagt nichts aus über das, was kritisiert wird. Aber alles über diesen dogmatischen, einseitigen Standpunkt, dieses Wertesystem, das der Kritiker zum Bewerten benutzt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage hier, Bananen sind köstlich, kann sein, dass die dir nicht schmecken mit deinem Programm. Ja. Das ist ja mal das Erste. Eine wertfreie Betrachtung ist ganz wichtig. Und darum sage ich, verlagere den Fokus auf dein eigenes Wertesystem. Du sollst dieses Wertesystem jetzt erst einmal bewusst machen. Udo sagt wieder in einem einfachen Deutsch, du beobachtest dich, deinen Charakter, Abi. Ja. Udo, ich hole dich ab, ich setze dich hier hin. Das Abi, das schöpferische Wissen, ab die Nase, sind wir schon darauf eingegangen, du beobachtest deinen Charakter und du machst jetzt erst einmal bewusst, wo du Beifall klatscht, wenn du jetzt irgendeine Internetseite in dir auftaucht, irgendeine Situation auftaucht und wo du entsetzt bist. Dann kann ich zum Beispiel jetzt die Charaktere, diese Namen, die in den Chats, egal in welchem Chat, egal in welcher Nachrichtenzeitung, wenn du einen Namen liest, Merkel, dann definierst du einen Charakter. Putin, Trump, du definierst einen Charakter. Ken Ebsen, egal was, du definierst einen Charakter und es ist letztendlich ein Sammelsurium von dem, was du schon durch dein stochastisches Denken aufgenommen hast. Ja. Und du musst jetzt wissen, egal welche Seite du mir zeigst, ich zeige dir tausend andere Seiten, wo in Bezug auf diesen Charakter was ganz was anders behauptet wird. Das heißt, du musst erst einmal einen Menschen persönlich kennenlernen und selbst wenn du den persönlich kennst, schmeißt du den auf. Schau, ich mache mal eine neutrale Sicht, eine wunderschöne Geschichte, die nenne ich jetzt Heuko und Andrea, die erzähle ich nicht nochmal, das sind Gespräche, die zu reden. Diese Heuko und Andrea Geschichte, wo ich ganz schön erkläre, dass ein Holger-Programm und ein Andrea-Programm zwei komplett unterschiedliche Welten sind. Und dass die irgendwann einmal klar werden muss, es gibt da außen, zweites Gebot halten, es gibt da außen keine Welt, in der wir alle leben. Das heißt, die Welt, die du erlebst, spielt sich letzten Endes in deinem eigenen roten Kopf ab. Das ist der Kopf des träumenden Geistes.
Nicht in dem Blauen, die Personifizierung war dann nur die Perspektive, die du momentan siehst. Das hängt aber von der Seite ab, wo du zurzeit bist in der Metapher. Was aber immer noch ein gewisses Auseinanderstreuen von Seite 20, Seite 30, mir immer noch in einer Longitudinalen jetzt schon wieder eine Vorstellung von einer Zeit- oder Raumspanne haben, das letztendlich immer im Jetzt ist. Das sind diese Longitudinalachse, erster Schritt in die Transversale drehen, zweiter Schritt in die sogenannte Z-Achse drehen, dann hast du den Spiegeltunnel und jetzt erste Drehung, zweite Drehung, dritte Drehung und jetzt stellst du dich drüber und den Spiegeltunnel, den du siehst, wenn du ein Lämpchen bist und vor dir schaust und sagst, da müssen hinter mir auch welche sein, die fallen jetzt in den einen Punkt zusammen. Ich mache jetzt das nur in den zwei Ebenen, das kann man dann mit dem Tetraeder genauso machen. Dann haut es bloß nicht so hin in der Vorstellungskraft von normalen Menschen. Ja, und dann ist das, dass du deine Rolle spielst und du hast einen riesengroßen Vorteil, aber das Objekt deiner Beobachtung, ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Ja, nicht. Und wenn ich dann immer höre, ich kann nicht, ich muss nicht, das ist lauter so Zeug, wo du irgendwann nochmal feststellst, aus, was denken dann die anderen von mir, du hast die Sache mit der Kiste nicht verstanden. Ja. Was sind ja, die anderen ja. jetzt? Bei mir geht es halt eher darum, dass ich werde dann halt so, ja, weil es meine Spiegel sind, vielleicht behandle ich die auch schlecht oder so, ich weiß ja nicht. Spiegelbilder von dir. Das heißt, du behandeln, du, wen meinst du jetzt mit du oder mit ich? Das ist schon mal ganz wichtig. Ja, wenn du von ich rede, vielleicht behandle ich die schlecht. Das muss schon ein ausgedachtes Ich sein. Ja, weil wenn ich in die Uni gehe, bin ich ein anderer Mensch. Das gegenüberstehen. Und das Erste, was ich jetzt dir gesagt habe, jetzt normal, da ich mich ins Leben nicht einmische, das heißt, du magst jetzt das mal, du willst Zahnarzt werden, dann geh jetzt erst einmal und schau, dass du das, was gibt es Kaisers, was des Kaisers ist, dass du ein guter Zahnarzt wirst. Ja, ja. Und die Streitereien, es ist immer wieder so, ich könnte so viele Beispiele sagen, wie du resonierst, wirst du eine komplett eigenständige Welt aufbauen. Die anderen haben keinen Einfluss drauf. Ja, es ist die so. Anderen sind mehr oder weniger Spielball deiner Gedanken. Spielbälle deiner Gedanken. Du steuerst doch, du bestimmst, wie die sind oder nicht sind. Und das wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist ein Satz, ein allereinziger Satz. Es geht nicht um das, was du glaubst, sondern um den Glauben als Ding an sich. Ja, das muss man sich aber erstmal trauen. Diese Beschwörungskunst, das, was ich Beschwörungskunst nenne, aus materialistischer Sicht ist es geistloses intellektuelles Wissen. Ich habe doch hier jetzt nochmal das Schrödingers Katzenbeispiel, wenn wir da wirklich genau hingehen. Unsere Wissenschaftler bauen Vorstellungen auf und du blabberst die geistlos nach und du lebst im Geistigen, in du bist ich, glaube ich, ich wiederhole, habe ich so oft gesagt, da heißt es hier, die Gedankengänge eines von dir jetzt ausgedachten Galileo-Newton, haben die Welt erst von einer Scheibe zu einer Kugel gemacht mit diesen physikalischen Gesetzen. Das ist Galileo und Newton. Und all deine von dir ausgedachten Naturwissenschaftler, die fahren in diesem geistigen Fahrwasser. Es ist diese schöne Geschichte, willst du klares Wasser trinken, musst du zur ursprünglichen Quelle gehen. Ja. Das heißt, du hängst im geistigen Fahrwasser deiner Lehrer und deiner Erzieher und deiner, man nennt es geistige Vorbilder, kann man fast nicht aussprechen, intellektuellen Vorbilder. Ja. Ich sage, hättest du die Gedanken, das hat die Welt so gemacht, wie sie von dir jetzt ausgedacht werden, weil die Grundlagen bauen, zuerst einmal das Grundkonstruktprogramm heliozentrisches Weltbild, Kopernikus, Galilei, Newton, physikalische Gesetze, die übrigens schon seit vielen Jahren in einem Zwitterzustand ist, ein Handy rein physikalisch kann nach newtonschen Gesetzen überhaupt nicht funktionieren. Ja. Das heißt also, wir haben ja jetzt die Quantenmechanik, die sich angeblich die Wissenschaftler ausgedacht haben, die du dir wiederum ausdenkst, die aber in deiner Welt bloß, in deinem Traum bloß existieren, wenn du die Reife hast und da einen Fokus drauf hast. Für die Masse, die da außen rumläuft, ist Quantenmechanik ein Begriff, den sie vom Hören sagen können, ohne irgendwas zu wissen. Ja. Und die, die studiert sind, die zu studiert sind, sind natürlich total verblödet. Ja. Was natürlich alles richtig ist. Ich sage, alles, was du jetzt über Zähne lernst, ist sehr vielfältig, aber du wirst jetzt merken, dass da so viele Fehler mit drin sind. Jetzt habe ich wieder widersprüchliche Meinungen. Ich kann jetzt zum Beispiel von einem Professor, von einem Naturforscher zeigen, dass der hier Affen sehr stark analysiert hat und die erste Frage, das ist einmal immer das erste Wissen, wo du hast, ist drin und wenn was anders auftaucht, wird dir das verkehrt erscheinen. Hättest du denn seine Bücher zuerst gelesen, wirst du feststellen, dass er bei Affen, bei älteren Affen, nahezu überhaupt in der Natur keine Karies an die Zähne sind. Obwohl die sich die Zähne nicht putzen und süße Früchte essen, die wissen nichts von Karies. Das hat man denen nicht erzählt,
Was jetzt der Witz ist, dass der Affenzahn als Ding an sich ist rein. Ja. Materiell gesehen ist es komplett derselbe Zahn wie beim Menschen. Trockennasenaffen sind Trockennasenaffen. Wieso haben wir Karies? Weil die Ärzte Weltmeister sind in Krankheiten erfinden und in Krankheiten die einzureden. Ja, ich kann jetzt in mein Ruderbuch zurückgehen, da hat man hier Süßigkeiten gegessen, wir waren total kariös. Aber da ist ja das Wissen schon im Hintergrund. Ja. Ja, ja, es ist. Im Moment, wo du das jetzt aber nicht glaubst, wenn du in den Zoo gehst oder wo gehst, haben die alten Affen auch Karies. Das ist Wahnsinn, das ja. Ist, dein Glaube verwirklicht sich. Ja. Ein von vielen Möglichkeiten, und der ist immer einseitig, solange du einen Glauben hast, der im Widerspruch zu einem anderen Glauben sieht. Ich glaube, ich habe das 10.000 Mal schon gesagt, solange du einen Glauben vertrittst, ein Denksystem, eine Logik vertrittst, die im Widerspruch zu irgendeiner anderen Logik steht, die in dir auftaucht, die von dir sehen natürlich total verkehrt und falsch erscheint, ja, ist dein Glaube unvollkommen. Er ist ein Facettenstück von dem, ein Puzzlestück von dem allumfassenden Glauben. Ja. Das ist einmal das Erste, was dir klar sein muss. Mhm. Und das ist jetzt die Zahnmedizin, wie du sie lernst, ist natürlich auch richtig, aber sehr, sehr einseitig, weil ich kann dir Widerspruchmeinungen zeigen, die habe ich jetzt gesagt. Aber es ist ja schon das Interessante, weil Zahn hat ja mit Shin zu tun. Mhm. Und du wirst jetzt meinen, schon die Zähne als Ding an Sinn in den Aufbau, wie du das lernst, mit den 4 Quadranten. Ja, das ist Wahnsinn. Das ich erzähle nochmal, ich habe einen einzigen Goldzahn. Mhm. Meine Lady-Doktor, wo ich damals war, dann schaut die rein und dann sagt sie hier, ja, da kann man nichts mehr machen, da muss eine Krone drüber. Okay. Und dann muss man natürlich hier neueste Materialien, sage ich, interessiert mich überhaupt nicht, sage ich, einfach nur eine funktionstechnische, möglichst günstige Reparatur. Aussehen ist mir vollkommen klar, gleichgültig. Dann sagt sie zu mir, okay, dann müssen wir halt den 4-6er Goldkrone aufsetzen. Weil das günstigste Krone zurzeit die Goldkrone ist. Ja. Heiligkeramiken sind ja. Ich habe da nur gelächelt, du solltest wissen, weil der Brüssel Udo hat am 4.6. Geburtstag. Dann müssen wir den 4-6er halt der Goldkrone aufsetzen. Ja, Wahnsinn. Ja. Weißt du, das Wissen, die wissen ja nicht, was sie sprechen. Die müssen das sprechen, was ich träume. Ja. Und jetzt ist aber das du zuerst einmal akzeptieren. Akzeptieren kein schönes Wort, es ist dir mit drin. Verstehen solltest, dass du ich bist. Das ist das, was ich dir erkläre. Ja. Was verstehe ich unter ich? Ich meine ich den, der sich jetzt eine Welt um sich herum ausdenkt, ein eigenes Leben, ein personifiziertes Leben um sich herum ausdenkt. Das bist du. Du bist jetzt ein Bündchen, etwas nicht Denkbares, das sich selbst zu einem Gedanken macht, den du ich nennst, und der in einem Wechsel von ständigen Bildern perfekte Beschreibung einer Traumwelt erlebt. Und jetzt machen wir statt den Träumen Geist und Computer, du hast in dir zurzeit in deinem Arbeitsspeicher eben dieses Videospiel, das wir jetzt bei dir Moritz nennen, Andrea nennen, und da ist eine KI, und interessant, die KI, ich sage nochmal, wenn wir diese künstliche Intelligenz, das ist einmal rein dein Intellekt, ja, dass du die Spiegelungen hast, schon in den alten Schriften, wo ich sage, bei Tieren sagt man, das sind instinktgesteuerte Kreaturen. Mhm. Ich sage, der Trockennasenaffen bei eigener Definition ist halt ein intellektgesteuerte Kreatur. Was ist der Unterschied zwischen Instinkt und Intellekt? Ich sage, der Unterschied ist der Unterschied zwischen einem Taschenrechner und einem Computer. Es ist genauso ein Rechner, bloß komplexer. Jo. Das eine ist ein primitiver Rechner, Mech-Chef, Computer, heißt ja eigentlich Rechnungsführer, und der andere ist ein komplexerer Rechner. Ein viel, viel komplexer Rechner. Es bleibt aber eine geistlose Rechenmaschine. Ja. Das ist dein Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem. Du reagierst. Das ist diesen Wechsel. Schau einfach, was ist, dann wirst du zuerst sehen, was ist, verändert sich ständig. Ja. Und schon wieder zu sagen, wenn ich jetzt wach war, oh, da habe ich jetzt 5 Stunden geschlafen wie ein Stein, ohne zu träumen. Das denkst du jetzt. In dem Moment ist schon Information da. Du kannst deine Informationen nicht ausschalten. Nee. Du hast überhaupt keine Möglichkeit, diese ständige Veränderung deiner Informationen auszuschalten. Und irgendein Idiot, ein geistloses Nichts, das behauptet, da habe ich 4 Stunden an nichts gedacht. Ich war im Satsang, im Satori oder was für einen Zustand. Ja. Der hat nichts von sich selbst und dem Prinzip der Ewigkeit verstanden. Ja,
was soll ich dazu sagen? Ich bin damit alleine mit das dir. Du bist ganz alleine. Du bist nicht der Moritz, den du dir jetzt ausdenkst. Das Pixelmännchen ist bloß da, weil du das jetzt ausdenkst. Oder der Körper, der du jetzt zu sein glaubst. Das sind Informationen. Und du kannst Informationen nichts erklären. Du wirst Informationen nicht retten und das spielt auf einer anderen Ebene, wenn wir wieder über Demokratie reden. Es ist, geh doch auf die Straße, es sind Geist wie in einem Videospiel, ich sage immer GTA, geistlose Kreaturen mit eigenen Meinungen. Das führt doch nur zu Chaos und Rechthabereien. Ja. Die kommen sich so gescheit vor. Das ist heute noch, wenn in dem Chat, wenn Anne hier mal hier die Schwätzer mit weltlicher Schwätzerei, da atmet irgendwie, resoniert man mit irgendwelchen Aussagen. Selbst jetzt hier das Abdruschin, wenn du diese im Lichte der Weisheit oder was ich heute reingestellt habe, bin ganz schön wieder des Meinens nicht würdig. Ich mache jetzt unsere Lichte Inhalte. Der das ist ein sehr, sehr weißes Buch. Ich habe den kleinen Auszug ist aus diesem Grundform aus dem Buch. Dieses Buch, das hat Inge gefressen. Mhm. Oh, jetzt muss ich. Warte da mal ganz kleinen Moment, bin gleich wieder da. Ich verabschiede mich auch gleich. Ja, ist gleich, bin gleich wieder da. Okay. Ich muss mal meinen Tamagotchi in die Schule schicken. Warte mal einen kleinen Moment. Schön. Wie alt darf man fragen? Die Schüler. Ach so, ja, ja. Nee, meine Schüler, die 12. die sind doch jetzt dabei. Also die 12. Also gehen doch schon wieder in die Schule in unserem Traumprogramm. Da muss okay. Ich jetzt mal kurz, dann gehe ich immer kurz rüber, das ist nur gerade rüber hier. Schön. Ja, cool. Das ist schön. Und die Elbe auch. Ja, da muss ich verabschiede mich jetzt, ihr könnt dann weiter, man sieht sich. Ja, auf jeden Fall, Andrea. Jo, Moritz, Udo. Alles klar, Andrea, ciao. Bis gleich, ciao. Bis gleich. Das passt mir jetzt gar nicht hier, jetzt muss ich mal eine Inge. Hi Inge, bist du dran? Na, ist weg. Du Moritz, wir müssen es abbrechen. Lass mal so stehen. Das ist, weil ich habe so viel in einer Warteschleife, so viel Gespräche in einer Warteschleife. Das ja. Ist irgendwann einmal, weil ich das auch wieder abstellen, ist eh alles gesagt, okay? Ja, bis gleich. Recht. Ciao. Alles klar. Ciao. Du, wer denn sonst? Ja. Ich weiß gar nicht, was. Jetzt bin ich. Jetzt geht's schnell. Kapitspausen. Die sind uns gerade reingekretscht, wo waren wir da? Ich habe mit denen eigentlich schon einen Termin ausgemacht, aber ich meine, die rufen wir später an. Jetzt kannst du uns bespaßen, Kleiner. Okay. Und wir werden mit weißen Ohr zuhören und dich aufklären. Okay, gerne. Ja, bei mir ist das. Also, ich habe halt immer noch so, was ich halt gesagt habe mit der Uni, das eine, aber du hast das vorhin schon echt gut erklärt, dass ich mir halt die Welt selber forme. Immer selber vor mir, das ist ganz wichtig, das muss ich mir hinter die Löffel schreiben. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte so viele, ich komme immer mit 1000 Fragen. Ja, Das ist der Zustand, ist halt schlichtweg und einfach auch, man will dieses, da gibt es einen alten Film, Nummer 5 lebt. Mhm. Ist ein kleiner Roboter und der sagt dann immer, aus den 70er Jahren oder 80er Jahren, ich brauche mehr Input. Das ist genau die Situation von dem Neo, wo er aus der Matrix rausgeholt wird, dann hin die Nabelschnur und dann kriegt er hier eingespeist. Das heißt, das erste Wissen, Bücher lesen, brauche mehr Input. Das ist eine Sache, da ist der Fehler besteht, das, was wir gerade gesagt haben, es kommt nichts von außen. Nee, es ist ein Entfalten, zu schauen, was alles in dir drin ist. Es ist die ganze Bibliothek. Ich bin in dir drin, IUB ist in dir drin, das Internet ist in dir, das war schon im Meer. Es ist das Meer, El Hayo. Ja. Da ist halt die Sache, durch die Gedanken, wie du gesagt hast, man muss die erst umformen, umprogrammieren, ist es halt so, dass ich dieses Vertrauen nicht habe, mich wirklich, mich selbst nach innen zu zeigen. Also die Leute... Ja, das ist erschreckend im ersten Moment, aber ich komme nochmal, dieses Nummer 5, das ist die Quintessenz. Ja. Die rote 5, die fängt zum Leben an. Le Ben hast ja zum Sohn werden. Mhm. Und der Sohn ist die Sonne. Und das ist ja gerade das Schöne, wenn du hast Sun und Sun im Englischen und Lamp und Lamp, die Lampe und das Lamm. Ja. Sind ganz schöne Spiegelungen, wenn du das anschaust. Bei Sun und Sun wird das schwingende U zu dem hier. Mhm. Ja. Und bei Lamp und Lamp tauscht sich dieses
das spiegelt das Wissen und die Polarität. Mhm. Ja. Und Lempmax. Das ist, wie ich sage, das Engelischen ist ja mehr oder weniger hier von den Engeln abhängig. Ja. Und das ist ja, der Engel wiederum hat was zu tun mit einem, im Engelischen wieder mit dem Angel. Wahnsinn, ja. Da steht eigentlich die Angel. Da haben wir alle schon mit drin. Ne? Was dich aber dann im Hebräischen, haben wir, was für Angel meine ich jetzt? Das ist ja wie mit dem Krebs. Mein tausendfach erwähntes Beispiel mit dem Krebs. Ja. Meine ich jetzt die Fischerangel? Ja. Oder meine ich die Tür, die reiche Türangel? Ja, das ist dann ZER, der Dreh- und Angelpunkt. ZER, die Grundradix ZWAFR. Wenn man das I zu einem Waff machen, heißt es zu Form werden. Ja, ja. Aber was formt sich eigentlich? Der Dreh- und Angelpunkt, deine Peripherie. Wahnsinn, ja. Ja. Peri heißt ja ringsum, Peri heißt dann wieder tragen. Das Wort Deutsch übertragen euch schon wieder DR. Ja. Ich könnte sagen, DR, diese Spiegelungen ragen aus dir heraus, sind aber letztendlich in dir drin. Mhm. Und du merkst, das ist Physik. Ich sage immer wieder, da ist Physik im Hintergrund. Es gibt in dieser Schöpfung, in dieser göttlichen Schöpfung, ich mag es mal genau in diesem Programm, das die Schöpfung verursacht, gibt es keine Zufälle. Ja. Ich kann nur sagen, wenn du ein Yoda, das J ist doch das kleinste Zeichen im Hebräischen. Ja. Wenn du ein Yoda veränderst, wenn du das weglässt, dann zerstörst du das heilige Ganze. Mein Standardbeispiel dazu ist, du gibst der Internetadresse ein. Ah. www.blablabla.com oder .de. Und du machst nur statt dem Punkt der Komma. Kannst du schon vergessen. So funktioniert der Computer. Ja. Wahnsinn, ja. Wenn du nur statt dem Punkt der Komma machst, kannst du die schon nochmal die Seite nochmal aufrufen. Ja. Und dann schaust du, was du alles verändern willst an deiner Welt. Und ja. Diesen Arroganz eines geistlos nachgeplapperten Wissens. Ja. Ich will. Und nur immer einseitig und nur immer kämpfen. Und die Menschen, die du dir zurzeit in deinem Traum noch ausdenkst, sind Spiegelbilder von deinem eigenen Charakter. Ja. Das ist diese kleine Stelle im Positiven wie im Negativen. Das Positive ist, ich werde mittlerweile, auch wenn ich in die Uni gehe, die stoßen mich ab. Wie du halt vorhin schon schön gesagt hast, die Guten finden die Guten etc. mit diesem ganzen, was du reingeschrieben hast, diese Gesetzmäßigkeiten. Auch gestern, wir sind eine halbe Stunde, Stunde spazieren gegangen und gleich hat nicht gepasst, gleich weggestoßen und war auch für mich kein Problem. Es kam mir so ein bisschen eine Träne, weil ich dachte... Weil du verliebt warst. Nenn das genau, ja. Der erste Eindruck, der ich habe halt auch gesagt, ich habe keine Erwartungen, aber der erste Eindruck war trotzdem sehr gut. Ja, und dann ist natürlich, wenn du dann dem Ende dich neigst und merkst, das ist das Ende, dann ist natürlich halt traurig, ne? So einen kurzen Moment. Ja, aber das ist das Leben, da wirst du noch viele Situationen haben, aber die Schwierigkeit ist halt immer wieder, dass man auch wieder in der Einseitigkeit, dass ich auf der anderen Seite sage, die stoßen mich alle ab oder ich will geliebt werden. Ja. Aber das eine wie das andere, wenn du Plus und Minus wertfrei siehst, ist es nur gespiegelt. Was ist mit der Mitte? Warum magst du nicht einfach, wie man so schön sagt, die graue Maus? Ja. Aber hast du einen Einfluss drauf? Wenn du deine Rolle spielst, hast du einen Einfluss drauf? Hast du es nicht schon wieder, dass du was anderes sein willst, was du bist? Ja. Ich will nur noch Herz sein eigentlich. Den Luthersatz, dieser Luthersatz, wie er vor Gericht steht, hier stehe ich, hier bin ich, ich kann nicht anders. Das höre ich übrigens laufen von unserem Ugur. Gleich einmal ganz kurz, ich übertrage mal das Bild, wo ich sagte, ich nehme alle Schuld auf mich. Auch ein Ugur ist was ausgedacht. Das Interessante ist, ob du Geist jetzt dir einen Ugur ausdenkst oder ob du glaubst, du bist der Ugur. Ist ein riesengroßer Unterschied in dem, was du erlebst. Ja. Weil in dem Moment, wo du an einen Ugur denkst, kannst du denken, das ist ein anderer oder du kannst denken, das bin ich. Und Namen sind jetzt austauschbar. Und ich sage immer wieder, es geht nicht um Gedanken. Es geht nicht um den, der du zu sein glaubst und es geht nicht um irgendwelche andere. Es geht um den, der sich eine ganz personifiziert durch eine Maske, durch ein Display projizierte Welt ausdenkt und alles, was er sich ausdenkt, dann zusätzlich noch wertet und permanent rumnörgelt, dass es nicht so ist, wie er es haben will. Da denkst du doch einfach anders aus. Ja. Ich kann nicht. Wer bestimmt jetzt das Programm? Dann musst du halt dein Programm verändern, deinen Glauben verändern. In dem Moment, wo du den Glauben veränderst, verändern sich die Bilder in dir. Das stimmt, ja. Ist ganz interessant. Bloß in der Erkenntnis
Ich beobachte mich dabei, wie ich mich maßlos wieder über einen Artikel aufregst. Das ist nur Fetzen Papier, der mich zwingt, an Menschen zu denken, die einen riesen Ärger, so einen Hals kriege ich, wenn ich das höre. Ich habe auch noch. Verstehst du, ist doch nur der Reizauslöser, ist nur Fetzen Papier. Ja. Alles andere sind meine Interpretationen. Genau. Und ich hänge jetzt dermaßen in einer Geistlosigkeit drin, dass ich unbedingt meine, die müssten sich verändern. Ich sage, du müsstest ja bloß dieselben Worte, die du vor dir hast, anders auslegen. Und dann die Erkenntnis, dass egal, wenn irgendeine Figur in dir auftaucht, die irgendwas behauptet, wo dir vollkommen unlogisch erscheint. Ja. Dieser kleine Satz, hättest du jetzt den Intellekt, das Programm, das du dieser Figur zusprichst, dann würde dir all das, was du glaubst, unlogisch erscheinen. Genauso wie du die Scheiße weißt, nicht offensichtlich oberflächlich betrachtet, scheint es nicht kompatibel zu sein. Die Kompatibilität ist aber gewährleistet durch den Widerspruch. Also ein Kreis, was rundes, glattes, ohne Ecken und Kanten, wie wir uns das jetzt vorstellen, und ein Dreieck ist nicht kompatibel. Das sind drei Geraden und das andere ist keine einzige Gerade, eine einzige Krümmung. Wo ich immer sage, genau hingeschaut, ist es eigentlich geometrisch ein Unendlicheck. Ja. Und die zwei, was sich widerspricht, wird auf der höheren Ebene 1. Ja, das ist noch M, was jetzt unser Kegel darstellt, ist 1, heißt ja, ich mache das ja immer mit A, I, N. Jetzt können wir das ein, das, was ja im Hebräischen nicht existierend heißt, können wir natürlich auch blau schreiben. Mhm. Und da merkst du schon, da ist unser Anime drin. Dann heißt es die Schöpfung einer intellektuellen Existenz. Aber ist nicht die Schöpfung einer intellektuellen Existenz, wenn ich weiß, dass dieser KGL wie eine Welle ist, dass das genau genommen wieder ganzheitlich absolut gesehen nichts ist. Ja. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Wir machen die wirkliche Arithmetik. Und ist ja die Arie, der Ari, ist ja der Löwe. Und Löwe wiederum, Ari, Hebräisch, ist Leb. LB, rot geschrieben, das Herz. Richard Löwenherz. Das ist der Ari. In diesen Märchengeschichten muss man die Symbolik verstehen. Ja, das ist noch, da muss ich echt noch einiges sagen. Wenn du einen Fall hast und dann permanent, immer wieder, ich mache jetzt das einmal ganz, ganz kurz. Das ist nur die Ehe. Es ist immer, ob das viele hören oder nicht, ich muss da noch ganz kurz vorher sagen. Kleine Geschichte, taucht der Holger bei mir auf und dann sagt er, was er so beeindruckend gefunden hat hier in dem irgendeinen Selbstgespräch, hat der Udo hier von seiner Mutter erzählt, von der Beerdigung. Brösel, eine Märchengeschichte, eine Brösel-Geschichte, die du dir jetzt aufgrund von Worten ausdenkst. Ja. Und ich sage immer wieder, als Udo, wenn ich auftauche, ich habe diesbezüglich gegenüber der Figur, die ich mir denke, keine Intimsphäre. Wenn du das so, ich habe keine Geheimnisse. Geheimnisse sind welche, die was entweder besser sein wollen wie andere oder die was schützen wollen vor anderen. Ja. Für mich gibt es keine andere. Ich bin Mr. Holofeeling. Ja. Ich bin jetzt der Moritz, ich bin die Inge. Ich bin das verrückte Huhn. Ich bin da geht mein Herz auf. Jetzt in dem Moment, ich bin doch meine Gedanken, ich bin doch alle meine Gedanken. Ja. Und keine davon. Ja. Das Meer ist all seine Wellen, aber nicht irgendeine bestimmte Welle. Das heißt, egal welche Gedankenwelle auftaucht, wenn du absolut immer bist, wenn du das verstanden hast, dann sagst du, ich kann damit sagen, die Welle bin ich und die Welle bin ich nicht. Ich bin keine dieser speziellen Wellen, aber genau genommen bin ich alle Wellen gleichzeitig. Weil wenn ich mir Wellen nacheinander denke, baue ich schon wieder eine longitudinale Vorstellung in mir auf, die genau genommen aber immer jetzt ist. Ist das so schwer zu verstehen, das ist ein ganz einfaches Deutsch. Und du wirst erst einmal lernen müssen, dass du mit Figuren in deinem Traum, mit der Masse, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Ja. Kannst du nicht kommunizieren. Da muss der Kanzlerung drin sein, der ist dann so begeistert wie du jetzt. Die ganze Physiognomie von dem Pixelmännchen zeigt eine innere Begeisterung. Im Geist. Das spielt sich in deinem Geist ab, in unseren Geist ab. Ja. Und jetzt schauen wir doch mal ganz, ganz kurz und jetzt denken wir uns, das gilt auch für einen Ugo, wenn ich sage, das ist ein ganzer Lieber, ist der Einzige, der dich M-Ani-buliert. Ich wiederhole immer dasselbe. Das ist dein Ani, das ist dein blaues Ich, ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm.
ich nenne das auch oft das Wissen des Zweiten, weil das Ani selber ja genau genommen gar kein Wissen hat, bevor der Schwamm sich vollsaugt. Ja. Was ich das jetzt immer wieder sage, ich betone immer wieder für die Vollpfosten unter uns, was ich jetzt chronologisch sage, dass das Wissen, das du im Laufe des Lebens durch Umfeld, ich brauche ein Tattoo, ich brauche ein Zungenpiercing und die Welt ist eine Scheibe, die Welt hängt davon ab, in was für eine Umwelt du dich vorsagst. Darf ich ja Fleisch essen, darf ich kein Fleisch essen? Prinzipiell, egal was, beobachte ich, welche Sachen du nicht haben willst. Liebe deine Feinde. Wir schauen uns jetzt nochmal an, die letzten Einträge. Dann beginnen. Jetzt müsst ihr das Bild haben, was das hinhaut. Und jetzt machen wir mal, jetzt zeige ich euch einmal ganz, ganz klein. So. Jetzt scroll ich da mal vor, der ändert ständig seinen Namen, den ich mir jetzt ausdenke, das Ugo-Programm. Und ich habe doch gesagt, wenn er sich auskotzen will, dann soll er sich bei mir auskotzen. Okay. Kotz dich aus, aber warte, keine Antwort. Ich erspare euch das jetzt. So sieht hier das bei mir mittlerweile aus. Er diszipliniert, dass er in den Chat nichts mehr reinschaut. Das hätte er volle Breitseite im Chat abbekommen. Ja. Okay. Viel, wir sind übrigens heute, gell? Wir sind nur heute. Jetzt pass auf, jetzt muss ich dann doch einmal zurückrätschen. Erzählt mir alles, ich muss jetzt bullen, es wird wohl ein dauern, bis ich weiterschreibe. Ugos Ausgedachte, da hat er noch Ugo-Kassen, er ändert ja alle 5 Minuten, auch vor 4 Minuten zuletzt geändert. Ugos Ausgedachte, angebliche, bedingungslose Liebe, das hat er da vorne schön geschrieben, der schreibt ganz lieb, gleichzeitig sind ja Selbstgespräche mit dem Udo, den er sich ausdenkt. Mhm. Angebliche, bedingungslose Liebe in Ugos unendlicher Hass, da kann man mal ganz kurz reinschauen, das ist sehr lehrreich übrigens. Ja. Wo er dann sagt, er möchte jetzt schon wieder den Chat zukotzen, weil ich sagte, wer soll sich zu, er könnte hier Blutrausch, im Blutrausch möchte er Holofeeling-mäßig, kann ich eher nichts falsch machen, Möglichkeiten, wo war das? Ah, ist wurscht. Die Rebellion, wo hat er das geschrieben? Am liebsten würde ich jetzt den Chat wieder zumachen und zerstören. Also Ugos ist wurscht, lauter solche Sachen kommen da. Das kommt, sind deine Gedanken, die in ihn auftauchen. Ugos ausgedachte, angeblich bedingungslose Liebe und Ugos unendlicher Hass beschreibt Ugos Schizophrenie. Was ergeben, erweckter Geist ist eben, dual bis die Nulllinie. Diese beiden da alle zusammen. Was passiert in dir in dem Moment, wo du von der Einseitigkeit loslässt? Ich will nicht, das ist gut, das ist böse. Wenn du der wirst, der nur noch schaut, ohne zu reagieren, das ist der, der anfängt, geistreich zu lernen. Der macht große Synthese, der wird zu Liebe. Der begreift, dass er selber ewig ist. Ja. Dass er nur konfrontiert wird mit dem, was er sich selber ausdenkt. Und Schuld, das, was dich manipuliert, das ist ein fehlerhafter Intellekt, den du kostenlos noch verwirklichst. Ja. Die eine, die nicht existierende, das ist Energie, E Quadrat. Energie, Energia griechisch heißt inneres Wirken. Es wirkt alles nur in dir und zwar so, wie du das magst. Diese eine Liebe, die du Geistesfunk als Ugo niemals, als Moritz, als wer du auch immer zu sein glaubst, niemals erleben wirst. Solange du Geistesfunk, das ungezügelte wilde Tier in dir nicht disziplinierst und es zum Schwa-Eigen bringst. Schwa heißt nichts, Ei heißt nichts. Das ist dein geistiges Sein. Ja. Du musst dich selbst zu dem zurückbringen, der du immer schon bist. Ja. Und dazu musst du nichts tun, nur verstehen. Betonung liegt auf Ehe. Ja. Das Ehen, was dir widersprüchlich erscheint, wo du permanent immer nur eine Seite bevorzugst. Ja. Der da, der jetzt vom Computer sitzt, geöffnete Schöpfung, wird leiden, unendlich leiden. Ich sage das nochmal, bis in alle Ewigkeit wirst du leiden. Du wirst immer wieder auf dich einprügeln. Ja. Bis du Geistesfunk dem da Einhalt gebietest. Geist in mir ist ein einziger Test, ein Test, Udo, bis du zu ich geworden bist. Ja. Ja. In der Bibel heißt es Jahwe Zebaot, der Herr der Test Udo-Zeichen. Ja. Und sofort wieder. Nochmal, der da wird unendlich leiden, bis du Geistesfunk den da, der du zu sein glaubst, Einhalt gebietest. Jetzt kommt aber der Witz, das wäre jetzt eigentlich, wenn ich es nicht rot schreibe, eine einseitige Aussage. Du sollst deine Rolle weiterspielen. Ja. Aber nur so lange, bis du was durchschaut hast.
bis du die Sinnlosigkeiten dieser einseitigen Aktionen erkannt hast. Ich sage nochmal, ja. Zukunftsangst ist ein vollkommen sinnloses Denken. Gegen irgendwas ankämpfen ist ein vollkommen sinnloses Denken, weil solange du gegen etwas ankämpfst, existiert das, wo du ankämpfst. Solange du etwas nicht haben willst, existiert das, was du nicht haben willst. Und ich sage dafür, dass sich das wiederholt und wiederholt und wieder existiert, wäre es dir gleichgültig, weil du die Sinnlosigkeit erkannt hast. Die Sinnlosigkeit von einseitiger Angst, die Sinnlosigkeit von Ärger. Du leidest, weil du dich ärgerst. Es ändert doch an dem, was ist ja. Überhaupt nichts. Ja. Das Einverstandensein, wenn du mit allem einverstanden bist, hast du das eine, dieses nicht existierende Verstanden, das du selbst bist. Ja, Wahnsinn. E. Mhm. Macht sogar für einen wie Ugur Sinn und wer könnte das tun? Bitte nicht antworten. Du hast schon so viel gesagt und dich so oft wiederholt. Wer zwingt mich eigentlich dazu, dass du, was ich so tue, niemand und dann doch wieder einfach mal nicht so schnell reagieren und tief Luft holen, einatmen, Yogale machen, Mist aber auch. Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist so meine Möglichkeit. Ja. Okay, ja. Wir lassen das einmal sein. Jetzt fahren wir mal kurz in unseren Chat rein. So, dann machen wir die letzten Einträge. Was haben wir denn da? Da waren wir. Das war jetzt hier vom Udo, mein Spiegelbild. Da habe ich ja hier jetzt erst einmal diese Sachen gehabt mit nochmal mit der Quantenmechanik, mit Schrödingers Katze. Und jetzt bringt er hier in einem Gespräch Buch Xavier Nadu, Eva Hermann, es ist weltliche, voller Feindbilder. Es ist alles schön, solange du solche Sachen reinstellst, bist du noch in einem Lernprozess. Oder wenn hier mein Psycho permanent hier dieses weltliche Geschwätz von dem Ossi reinstellt. Warum stellst du das rein? Weil du noch resonierst, wenn du den Charakter hast. Und welche, die dann das anklicken und sich anhören, resonieren auch noch mit dem Geschwätz. Ja, es ist so. Da ist Eva Hermann und Xavier Nadu, das ist alles, da ist eine Symbolik mit dem Hintergrund. Findest du den gut oder findest du den schlecht? Ist es verkehrt, dass man ihm Verschwörungstheorien noch vorwirft? Nein, es stimmt. Ja. Aber es ist auch richtig, wenn er sagt, dass die offizielle Presse eine Lügenpresse ist. Es sind zwei Feindbilder, wo du wieder Position ergreifst. Schau doch einfach in dich rein, ob du das gut findest, was er spricht, oder ob du schlecht findest. Aber beide predigen Feindbilder, die einen wie die anderen. In die Heiligkeit wirst du dann nicht mehr kommen. Jetzt ist hier die Sache übrigens auch hier Eva Hermann, die Wissenschaftsmanufaktur, ist ja jetzt von dem reinen Gelddenken in diesen im Licht der Wahrheit reingeschwommen. Mhm. Altes Buch, wo ich sage, meine Bodensänge, das ist wohl ihre Standardlektüre. Ist auch alles richtig, egal was Anna sagt. Es ist immer wieder verwunderlich, dass welche ich mir jetzt ausdenke, Hermann Naidu, Verfasser Debbewein, Renz und Konsorten, nicht bis in die letzte Konsequenz checken, was sie lesen oder sagen oder schreiben. Stimmt. Das ist mein Spiegelbild, das sagt jetzt der Udo, der langsam selber zum Denken anfängt. Okay? Mhm. Chronologisch-raumzeitliche Verhaftung, Gefängnismetapher, Vögel im Magematikus und so weiter, sie können sich nicht ums Verrecken und von ihrer einseitigen Meinung lösen. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du die Vollkommenheit anstrebst und die ist doch schon da, wenn du all wirst, dass du begreifst, wenn ich in die Richtung nach oben oder nach unten, nach rechts oder nach links, ein ausgedachtes Innen, ein ausgedachtes Außen, wieso strebe ich immer Einseitigkeit nach? Ja. Ja. Stimmt oder stimmt? Stimmt, absolut, stimmt, ja. Ja. Und das ist jetzt einmal hier dieses Buch und jetzt habe ich da ganz von vornherein die wesentlichen Stellen in dem Buch. Das ist richtig, es ist ja, was der Osho richtig sagt, es ist alles richtig. Die Frage ist, ist es schon ganzheitlich? Und du wirst jetzt merken, da ist es schon ganzheitlich. Meine Erfahrung ist aber, dass rein dieses Wissen, was jeder Esoteriker eigentlich wissen sollte, ihn in keinster Weise dazu bringt, von seinem einseitigen Denken loszulassen. Ja. Das heißt, du wirst bei der Beobachtung deiner Tierchen feststellen, dass welche, die solche Sachen lesen, nichts, aber auch absolut nichts verstanden haben von dem, was in ganz klaren deutschen Worten dasteht. Wir gehen es mal durch. Um richtig zu leben, müsste der Mensch jetzt rot geschrieben, nicht der Trockennasenaffe.
Der Trockennas, jeder Trockennasenaffe lebt richtig, nämlich genauso wie er erschaffen wird, wie er ausgedacht wird. Von dem, der sich die ausdenkt. Unter anderem folgende Gesetzmäßigkeiten verstehen. Die findest du zum Beispiel auch, kleinen Moment. Was machen dann die jetzt wieder? Warum wird das nicht angezeigt? Wartet doch mal einen kleinen Moment. Ja. Wie geht's euch? Ja. Kommt ihr gut durch die Zeit? Kleinen Moment, ich muss, das ist der zeigt es zur Zeit nicht an. Schon mit Disziplin verbunden, Moritz. Nochmal bitte, wenn es an mich war. Schon mit Disziplin verbunden. Ja. Ja, das ganze Leben, also zumindest am Anfang, bis man sich dran gewöhnt hat, ne, dann ist es Automatismus. Ja. Aber so lange muss man sich disziplinieren, aber das fehlt halt heutzutage bei den Bröseln, die ich mir jetzt denke. Ja. Aber man ist nicht alleine. Also ich sag mal, ich habe auch einen guten Freund, der tickt da so ähnlich wie ich, aber der macht da geistig nicht mit. Der resoniert, der lebt schon richtig. So. Aber das ist ja ja. Ich sag mir halt, aber man kann halt zusammen weggehen, lachen, Spaß haben und das ist die Hauptsache. Der akzeptiert jede Meinung, der ist so ein bisschen, ist beim Militär, der wird da so ein bisschen gedrillt, der muss zuhören und für mich ist immer dieses Wichtige, hör doch einfach nur zu. Einfach nur zuhören. So, mehr ist es doch nicht. Es ist doch nicht mehr als zuhören. Und dann einfach Fresse halten und sagen, ja. Und dann wird man auch was lernen. Aber bevor man das nicht macht, wird man resonieren. Weil wenn ich mit nichts einverstanden bin, kleines, bockiges Kind, ich will das Spielzeug nicht weglegen, ja, wirst du die große, weite Welt nicht sehen, in Anführungsstrichen. Ja. Siehst halt nur das Spielzeug. Ja, nice. Entschuldigung, das ist zur Zeit im Skype. Ich habe den Redo auch schon dazu gemacht, weil ich kann die normalerweise einklicken, der zeigt es bei mir zur Zeit nicht an, in der Seite Skype wieder abgedatet worden, fällt mir um, das dazuschalten. Jetzt habe ich das auch nicht mehr. Ich tue mal den Redner noch mal dazu. Ja. Es ist, wie es ist. Hey. Hi. Wir sind gerade am Reden. Ich mache doch mal ganz kurz gleich weiter, wenn es euch recht ist. Das, ja, ja. Es ist halt die, man muss einverstanden sein. Muss ich jetzt das, wenn sowas passiert, mich darüber aufregen oder nicht aufregen? Jetzt vom Brösel und der Brösel normal gesprochen. Jetzt schauen wir mal, dass das dahin aber den Bildschirm überträgt. Dann machen wir doch mal ganz kurz weiter. Habt ihr das Bild von mir? Ja. Jetzt muss ich da wieder hochfahren. Ups. So, da waren wir stehen geblieben. Also gut, da bin ich gerade drauf eingegangen. Geduld üben. Also um richtig zu leben, müssen die Menschen unter anderem folgenden Gesetzmäßigkeiten verstehen. Es geht um einen Geist. Und ich habe also folgendes gesagt. Die ganze Esoterik-Szene kennt eigentlich dieses Buch. Da stürzt sich jetzt auch die Eva Herrmann, der Xavier Nadu drauf. Die haben diese Worte nicht verstanden, weil sie nach wie vor Einseitigkeiten anstreben. Ja. Es sind für mich ESO-Köpfe, ESO-Schwätzer, die meinen, die Welt einseitig gut machen zu müssen, indem sie das Schlechte bekämpfen. Das Wesentliche wird nicht begriffen. Da steht doch in einem ganz einfachen Prinzip das Gesetz der Wechselwirkung. Alle Folgen des Denkens, Redens oder Handels fallen nach einer bestimmten Zeit auf den Urheber zurück. Das ist natürlich, die Zeit würde ich schon wegmachen. Du denkst es jetzt und es wird jetzt passieren, weil es bloß jetzt gibt. Das ist jetzt, ob du gezielt jetzt was denkst oder handelst, am Joystick, den Joystick bewegst oder ob du nur auf Bilder reagierst, emotional, positiv oder negativ, das ist der Flügelschlag des Schmetterlings. Auch das wird jetzt deine jetzt hochgerechnete Zukunft, wo die Bilder, die Ergebnisse immer nur jetzt in Erscheinung treten können, massiv beeinflussen. Du merkst, dass das mit Holofeeling wesentlich genauer wird. Im Guten wie im Schlechten. Das heißt, wenn du allen gegenüber wohlwollend bist, selbst das, was dich ankotzt, wohlwollend annimmst, weil du weißt, das sind die Kehrseiten, die du benötigst zu deiner Heiligkeit, dann sind es kleine Flügelschläge, dieses Wohlwollen, sich nicht aufregen, murren, die deine jetzt ausgedachte, hochgerechnete Zukunft in dem Programm massiv verändern wird zum
zum rot geschriebenen Positiven. Nicht gut macht, weil gut hat ja wieder ein Gegenteil, sondern in dem Punkt, wo du zwischen den Stillen sitzt, und da stehst du dann eigentlich. Zwischen den Stühlen kann man nicht sitzen. Du kannst dich rechts draufsetzen oder links draufsetzen, wenn zwei Stühle da sind. Der Stuhlgang ist übrigens hier mehr oder weniger hier Exkremente ausstoßen, die letztendlich immer Gedankenwellen sind. Der zwischen den Stühlen sitzt, der steht eigentlich. Und stehen, Anogi, aufgerichtet ist die Transversale, das ist das rote Ich. Das Beispiel übrigens in den vorhergehenden Video über Schrödingers Katze nochmal, wo dann immer gesagt hat, wenn ich eine Münze schmeiße, die zeigt ihm weder, wenn sie auf dem Boden liegt, Kopf oder Zahl. Die Wahrscheinlichkeit der Synthese, dass die auf der Kante stehen bleibt, wird komplett von der Stochastik ausgeschlossen. Ja. Stimmt oder stimmt? Die sogenannte Schmalseite, Schamalseite, dort ist Gott. Gott ist genau zwischen Kopf und Zahl. Im Setzen der Ursache ist der Mensch frei. Den Folgen kann er aber niemals entgehen, wodurch sich auch sein Karma und sein Schicksal bildet. Das Setzen der Ursachen ist das, was der Zweite dir einredet. Ich fühle mich ja nur scheiße, weil dieses oder jenes in mir aufgetaucht ist. Du müsstest ja bloß nicht reagieren. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er logisch meint, er wäre frei. Sondern die Freiheit des Menschen wäre, dass du was Unlogisches zulassen könntest oder was Unlogisches. Prinzipiell, du kannst was Unlogisches tun. Eine Maschine kann es nicht. Ein ausgedachter Trockennasenaffe kann es auch nicht. Nur der, der sich die Sachen vollkommen logisch ausdenkt, könnte auch sich was Unlogisches aneignen. Das wäre all das Unlogische, ist aber das, was deine Logik übersteigt. Das heißt, ich setze dir so viele unlogische Sachen vor, indem ich dir andere Perspektive und andere Programme vorsetze, in Form von KIs. Und die kannst du dir zu eigen machen. Du kannst dir die Sichtweisen anderer Programme, die Möglichkeiten anderer Programme zu eigen machen. Dann wirst du ein allumfassendes Programm. Das ist Solo-Feeling. Das Gesetz der Anziehung der Gleichart. Jede Art zieht die Gleichart an, gemäß dem Sprichwort Gleich und Gleichgesetzlichkeit. Sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Sag mir, welche Internetseiten du anstrebst. Bist du rechtsfaschistisch orientiert oder linksfaschistisch orientiert? Bist du Eselspinner? Wir meditieren uns in die Stille. Übrigens, alles, was wir sagen, ist aus solchen Büchern heraus zitiert. Ist auch alles richtig. Du wirst von mir niemals hören, egal was irgendeine Figur äußert, du wirst niemals hören, dass die nicht recht hat. Weil ich weiß, wenn du diesen kleingeistigen Programm zugrunde liegen hast, dann wirst du das so sehen und du wirst es als richtig empfinden oder als schön empfinden oder als gut empfinden. Ja. Ja. Aber der das erlebt, ist kein Programm. Ja. Das merkt man auch. Trinker, Raucher hätten Sympathien. Aber auch Menschen mit edlen Zielen fänden sich zusammen. Was sind edle Ziele? Es sind immer noch einseitige Ziele, die im Widerspruch zu anderen Zielen sind. Solange ich ein edles Ziel anstrebe, will ich die unedlen Ziele nicht haben. Ich will auf den Berg kommen mit der Tiefe, ich will hoch aufsteigen im Bewusstsein, aber mit der Tiefe in mir will ich nichts zu tun haben. Das ist die Wurzel, die große Falle der nur einseitig ausgelegten Urwurzel. Ich stehe auf der Spitze eines Berges, die Tiefe um mich herum hat keine praktische Bedeutung. Ich verweise auf das Beispiel. Alle arithmetischen Berechnungen der newtonschen Physik haben Wurzelzeichen mit drin. Jede raumzeitliche Berechnung. Das heißt, es fällt alles in diesen Nichtspunkt, der hier und jetzt ist, in dem roten Geist zusammen. Somit habe der Volksmund recht mit der Behauptung, sage mir, mit wem du umgehst, in der Peripherie, um dich herum, und ich will dir sagen, wer du bist. Du bist deine Information, wenn ich das, was von dir existiert, ist deine Information, nicht dieser Körper. Du bist nicht dieser Körper, das ist bloß eine Facette deiner Informationen, mit denen du dich einhüllst. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Ich sage immer wieder, dein Körper in der nächsten Stufe ist deine ständig wechselnde Traumwelt. Genau. So wie du bisher geglaubt hast, du bist dieser Trockennasenaffenkörper, der sich natürlich um dich herum auch vom Säugling bis zum Greis verändert. Also als ich es gelesen habe, habe ich so nicht gedacht. Denke ich mir, darum erzähle ich das hier mal. Das Gesetz der Schwere, Gravitatio auf Lateinisch, die Schwangerschaft, du trägst schwer an dem, was du dir ausdenkst, obwohl das eigentlich unendlich leicht ist.
zeigt sich in der Natur durch das Herabsinken der Stoffe von höherer Dichte. Da mache ich auch wieder, das ist rein, da ist jetzt voll die Physik mit drin. Wir machen uns jetzt mal unsere imaginäre Nulllinie, habe ich gesagt. Und jetzt denken wir uns an den kleinen Tischtennisball. Wir denken uns an einen spiegelglatten C. Und jetzt denken wir uns, das ist natürlich jetzt, wenn er in der Mitte ist, ist er einfach schwerelos schwebend auf dem Wasser. Wenn ich ihn hochhebe, wirst du feststellen, wenn du, ich denke mir über diese Nulllinie und ich lasse ihn los, fällt er wieder zur Nulllinie zurück. Ja. Was passiert, wenn ich ihn unter Wasser tauche und ich lasse ihn los? Fällt er auch wieder zur Nulllinie zurück. Ja. Offensichtlich strebt alles dieser Nulllinie zu. Da haben wir jetzt hier natürlich schon wieder eine Longitudinale, ein Fenster aufmachen, wo ich sage, das müssen wir zuerst einmal drehen. Dann haben wir das hier, fällt alles in diesen einen Dual, der du selbst bist, in diesen Du bist ein Nichts, Du, zwei Zusammensetzungen, was Null ist. Das ist die Wurzel, die Urwurzel. Plus 5, minus 5. Plus 10, minus 10. Gesund, krank, schön, hässlich und so weiter und so weiter. Hell, dunkel. Das kannst du nur gleichzeitig geben, weil du immer einen Kontrast brauchst. Das steckt hier schon ganz oberflächlich mit drin, was ich gerade gesagt habe. Ja. Das ist bloß von Stoffen höherer Dichte, da ist jetzt schon so viel Physik mit dabei. Diese Gesetzmäßigkeit gilt natürlich auch für das Wollen und Denken des Menschen, die mit den Empfindungen und Gedanken Lichteres, Leichteres oder Dunkleres, Schwereres bewirken. Jetzt haben wir natürlich das Problem, weil wir ja vier Seiten haben. Was ist das Lichtere, Leichtere? Was ist das Dunkle, Schwerere? Wie sieht jetzt aus, wenn ich das Leichtere, Lichtere Arjuna nenne und das Dunkle, Schwer, das Krishna nenne im Sanskrit? Ist das Dunkle das Negative oder das Positive? Haben wir nicht oben plus minus und unten auch nochmal plus minus? Ja. In der Qualitätsachse, ja. Dass du immer, wenn zwei da sind, Leichtes und Schweres, nochmal zwei da sind, die gespiegelt da sind, um das ja in Null zu halten. Darum brauchen wir plus, 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 minus und minus, 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 plus. Ja. Dieses System ist vollkommen in Gleichgewicht. Denk an das Yin-Yang-Zeichen. Ja. Das Gesetz des Ausgleichs, es zeigt sich in den natürlichen Abläufen, sind wir natürlich im chronologischen Denken, im Wechsel von Tag und Nacht. Das ist schon in dem Buch vollkommener Materialismus. Ja. In Einatmen und Ausatmen. Das ist schon chronologisches Denken, Öffnung von chronologischem Denken. Also vollkommen ist dieses, die Weisheit ist es noch lange nicht, die zeigt die Holofeeling. Ja. Darum habe ich gesagt, für unser Inge am Bodensee war das über viele Jahre Leitnahrung, das Buch, bis ich sie erklärt habe. Ja. Nahrungshoffnung mit Ausscheidung und so weiter. Das sind nur immer die zwei Seiten. Essen und Kacken, Trinken und Pinkeln. Ja. Aber beides ist so. Wenn die Chronologie, wenn die chronische Krankheit des chronologischen Denkens weg ist, und das kannst du nur, wenn du Geist bist, wenn du ewig bist, nochmal, Geist ist, das Wort Geist ist kein Geist, das Wort Nichts ist kein Nichts und das Wort Alles ist nicht Alles. Es sind Wörter für etwas, das verstanden werden muss. Du musst dich selbst verstehen. Ewigkeit ist nicht eine unendlich lang ausgedehnte Zeitspanne, sondern der Punkt, aus dem alles entspringt. Das Ewige Hier und Jetzt, das ist die Ewigkeit. Das ist Licht, die Definition von Licht bei Lichtgeschwindigkeit. Und Ewiges kann nur von etwas verstanden werden, was selber ewig ist. Aber um ewig zu sein, musst du ein absolutes Nichts sein, etwas Nichtdenkbares sein. Ich sage jetzt nicht etwas Nichtdenkbares werden, weil nichts kann man nicht werden, das ist man. Das ist man, wenn man Geist ist. Ja. Und alles, was existiert, existere, heraustritt aus diesem Ewigen, aus dir selbst, aus uns, alles, was existiert. Es wäre besser, wenn es nicht existieren würde, weil das für die Vernichtung vorgesehen ist. Weil jeder Gedanke, der existiert, wird durch den nächsten Gedanken schon wieder zerstört. Jede Gedankenwelle wird durch die nächste Gedankenwelle zerstört. Das ist hundertprozentig sicher. Glaube es oder glaube es nicht. Wenn du es nicht glaubst, ja. Der da, geöffnete Schöpfung, wird leiden, unendlich leiden. Der dort, der du zu sein glaubst, bist du Geistes von dem da, mit seinen geistlosen Gedanken und ständig, ich kann doch nicht, ich muss doch Einhalt gebietest. Stimmt oder stimmt?
Das ist was für Ugo, das Video. Die beiden jetzt hier, die sind Hammer. So. Wo war mein Stäbchen? Jetzt muss ich da nochmal hochrauchen, der hätte ich nicht umschalten. Das gletscht mir dann immer runter. So. Wo war mein viertes Gesetz? Fünf. Das Gesetz der Bewegung ist allgegenwärtig. Im Mikro- und Makrokosmos. Absoluter Blödsinn. Fünf ist die Quintessenz, das ist das Zentrum rot geschrieben. Im Diesseits und im Jenseits. Merkst du, jetzt geht schon los, das Ding auseinanderzudenken. Unbewusst. Es betrifft sowohl den irdischen Körper deines Menschen als auch dessen Kern, den Geist. Geist bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und dadurch bewegt er sich nicht durch Raum und Zeit. Ja. Der Körper braucht Bewegung, um gesund zu sein. Schöne Metapher. Der Geist braucht ein hohes, edles Ziel. Das ist ja letztendlich selbst, weil das ist ja schon ausgedachter Geist. DR. Geöffnete Berechnung von Geist. Wenn er kraftvoll bleiben und aufwärts steigen will. Geist ist hier und jetzt immer. Da steigt nichts auf und sinkt nichts ab. Ein Ahnen dieses Gesetzes liegt im Spruch, Stillstand ist Rückgang. Ja, das ist zurück wieder zu sich selbst gehen. Das ist Religion. Aber um still zu stehen, musst du dich immer mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Das heißt, alles, was in dir auftaucht und wieder verschwindet, taucht jetzt auf und verschwindet jetzt. Und es ist hier und nirgendwo anders. Die Fähigkeit, eine jetzt gedachte Information, eine jetzt dich einhüllende Information, um dich herum in Raum und Zeit auszudehnen, das macht dich zu dem Gott für die Traumwelt, die du jetzt erlebst. Der, der dich erlebt, ist das Zentrum. Der, der du zu sein glaubst, ist jetzt irgendwo in der Peripherie. In Zürich, in Wien, in Weißenburg oder sonst wo. Aber wo sind jetzt, wo ist jetzt Zürich? Wo ist jetzt Wien? Wo ist jetzt alle? Wo ist der Udo? Wo ist der Redo? Wo ist der Moritz jetzt? Hier und jetzt deine Information. Die Information von dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Jetzt kannst du noch einen Schritt weiter gehen, dass du sagst, nein, das ist doch jetzt alles in dem blauen Kopf von dem, der vom Computer sitzt. Aber der ist ja schon wieder, dieser blaue Kopf als Zentrum gesetzt, ist ja schon wieder ein ausgedachtes Zentrum. Wo ist jetzt der blaue Kopf? In dem eigentlichen roten Kopf. Auch dein Kopf existiert, dein Trockennasenkopf existiert genauso nur, wenn du in dir ausdenkst. Wer diese Gesetzmäßigkeit nicht verstanden, nicht beachtet, so könnte dies nichts Gutes bringen, sondern stattdessen Unglück, Unfrieden und Chaos. Das Nichtbefolgen dieser Gesetzmäßigkeiten wirkt sich in Problemen bis hin zu Katastrophen aus, gleich wie ob in Politik, Familie, Einzelmenschen. Das ist selbst erschaffenes Leid. Ich kann doch nicht, ich kann doch nicht. Aufgabe des Menschen, Adam, sei es daher, die Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und hernachzulernen. Das beginnt bei meinen 10 Geboten, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Liebe deine Feinde wie dich selbst, sorge dich nicht um morgen. Ich mache das noch weiter. Ganz einfache deutsche Sätze. Jetzt könnte ich wieder streng sagen, verdammt nochmal, warum hältst du dich nicht? Wer zwingt dich, das nicht einzuhalten? Wie schwer? Ich kann doch nicht alle lieben. Ich sage, wer bestimmt jetzt das? Ich kann doch nicht aufhören zu schreiben. Wer bestimmt jetzt das? Ich, dieses blaue Ich, M, manipuliere dich. Es ist dein Mechanimus. Was musst du tun, um den Mechanismus zu überwinden? Werde einfach der, der du schon immer bist. Du musst ihn ja nicht einmal bekämpfen oder abstellen. Er ist doch auch nur ein Gedanke, den du dir denkst. Und wir wissen, Gedanken lösen sich auf, wenn sie nicht mehr gedacht werden. Aber der Gedanke deines Blaunichs, die Ursache der Jozer, wird so lange in dir wirken, bis du den vollkommen durchschaut hast. Darum sage ich, du musst den nicht verändern, beobachte ihn einfach und ansatzweise vervollkommne ihn. Das heißt, all das, was du einseitig zwanghaft durch dein blaues Ich denkst, einseitig denkst, kommt jetzt deine Freiheit und kannst auch die anderen Seiten, die anderen 15 Perspektiven dir bewusst machen. 15 Perspektiven, nicht nur die anderen. Beginn, wenn dir das zu viel ist, sagst du mal mit der Kehrseite. Dass du weißt, ich kann alles auf den Kopf stellen. Ich wiederhole nochmal, du hast bisher bei dem Sprichwort, der steht ja vollkommen neben sich, ausgedrückt, dass irgendeine ausgedachte Figur unbewusst ist. Jetzt drehen wir das rum. Du musst neben dem stehen, der du jetzt zu sein glaubst, der jetzt vom Computer sitzt und den einmal beobachten. Dann bist du das reine Bewusstsein. Dass alles, was böse erscheint, die Auflösung jetzt, die armen alten Menschen, die alle sterben durch Corona, was sind die jetzt? Gedanken von mir. Es sind Enosch.
Sterbliche Säugetiere, unheilbar, krank, laut Definition von Enosch. Es ist doch ein Segen, wenn du vorzeitig aus dem Traum rauskommst. Ich könnte jetzt sagen, jeder Mensch, der stirbt ein Programm, weil es durchschaut ist. Ja, schön. Ja. Ja. Es ist natürlich so unvorstellbar, so unmenschlich. Menschliches Handeln steht an erster Stelle. Wir dürfen nicht, sagen einige wieder, wir dürfen nicht unseren Konsum und unsere Wirtschaft im Vordergrund richten, sondern Menschenleben retten. Körper retten, die sich schon auflösen, wenn du nicht mehr dran denkst. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Frag dich einmal, warum du das nicht glauben willst, weil du auf das Geschwätz vom Zweiten hörst, weil ja du das zweite Gebot bringst, weil ja die auch dann da außen sind, wenn du nicht an sie denkst. Mhm. Ich sage, ich nehm Kreaturen, die nicht wissen, nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet. Dazu zählen die ganzen Läsch und Konsorten, die ganzen Professoren und Virologen in deiner Welt. Die wissen nicht, was hundertprozentig sicher ist. Es ist hundertprozentig sicher, dass wenn du, Geist, an irgendetwas nicht denkst, dass es dann in dir nicht als Information existiert. Und da außen gibt es sowieso nicht, weil das ja auch bloß eine Information ist von dir. Das ist das Einzige, was du akzeptieren musst. Ja. Das mache ich dir. Ja. Okay. Mhm. Das heißt, nochmal zu erkennen und danach zu handeln, damit diese göttlichen Gesetze als helfende Freunde wirken und den Menschen fördern. Immer rot in Adern. Liebe deine Feinde. Schau, eine Facette schaltet sich ein und das ist dein Wissen. Das ist ein geöffneter Augenblick. Eine Facette schaltet sich ein. Und es ist der geöffnete Augenblick.de und das ist dein Wissen. Deine Erkenntnis, dein Wissen. Ich sage, jeder Moment, jeder einzelne Moment, der in dir auftaucht, Moment, zwei M's kreisend, ständiger Wechsel, Gedankenwelt im Einheitskreis, nicht verstreut über Plus, Minus, Plus, Minus, Plus, Minus, sondern im Einheitskreis ist Plus und Minus gleichzeitig, bis ich mir Zeitachse aufspanne und dann diesen Blödsinn mache, hell, dunkel. Im Einheitskreis, im K-Reihe-S, wie ein Spiegelbewusstsein, ist es immer gleichzeitig. Transversal. Du benötigst auch die Physik. Ja. Das ist einmal das erste Spiel. Ja. So, und jetzt, da schreibt mir mein Blackie. Jetzt habe ich hier diese Wörter für Feind. Muss ganz genauer mal reingehen. Das Im ist ja dann nur, das sind übrigens beide Wörter, die Feind hassen. Aleph Waff, Aleph JB und Z Waff, Resch, was auch Feind, Widersacher. Der Zurim ist im Gematrie Explorer nicht drin, das ist aber auch, wenn du in Langenscheid nachschaust, männlich. Zurim ist praktisch die Feinde, so wie hier die Avibim. Das kannst du mal anschauen, was da genauer ist, diese Wörter genauer anschauen, wenn du Lust hast. Jetzt heißt es, ein Schmetterlingsflügel schlägt doch immer in zwei Richtungen. Also neutralisiert sich das. Ne? Der schlägt eigentlich ja so. Das sind vier Seiten. Das müssen wir jetzt ja so machen. Mit dem hier gleichzeitig ein Pulsen. Plus und Minus ist gleich ein Wir. Und das ist ein Geist, ein nicht existierender Geist. Geöffnete Berechnung von Plus und Minus ist eigentlich dieser eine Geist, ist die Synthese dieser geöffneten Berechnung von Plus und Minus. Das ist die absolute Liebe, das bin ich. Und ich bin du, bist du schon ich. Oder kreisend geöffnete Berechnung, Welle, Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die Beschwörungskunst von raumzeitlichen Erscheinungen. Oder glaubst du, Geistesfunk, im Meer bist du ruhend, noch heißt ruhend. Flackernd geöffnete Berechnungen, der dort zu sein. Oh, ja. Raumzeit ein. Wow. Das ist eine Matrix, das ist eine Sprachmatrix mit der Vordersprache. Kein esoterisches Gespräch, keine raumzeitlich ausgelegte Astrologie, keine raumzeitlich ausgelegte, was auch immer, I-Ging oder sonst was, Wahrsagerei. Das Wesentliche, dass nur das, was du jetzt siehst, da ist, dass du träumst. Die Metapher des träumenden Geistes sagt alles aus. Wahnsinn. So. Kindergartengerecht. Ich sage, wenn du nicht so zugemüllt wärst mit Wissen, dann könntest du das ein Kind. Ich sage immer, ich bin der Erste. Wenn ein 13-Jähriger neugierig ist, kann er das. Du siehst jetzt als junger Busch, sagst du Wahnsinn. Da gibt es doch nicht viel zu verstehen, wenn man diese Grundlagen ein bisschen akzeptiert. Ja. Aber ja. Es ist so hartnäckig auch wieder der Zwang zu meinen, man müsste andere beglücken.
Ja, genau das habe ich. Aber bist du selbst. Holofeeling heißt das Gefühl, alle zu sein. Aber man muss sich lösen von vergänglichen Erscheinungen. Ja. Es ist diesen einen Satz, dieses Pixelmännchen jetzt, dieser Lautsprecher, erklärt es definitiv nur dem, der sich das Gespräch jetzt anhört, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, das niemals in der Vergangenheit aufgezeichnet wurde. Ja. Es ist hundertprozentig sicher, dass das jetzt aufgezeichnet wird. Und es ist hundertprozentig sicher, dass alles, was jetzt aufgezeichnet ist, AOB, der Schöpfer OB, zeichnet in sein Programm, in einer Programmstruktur Vorstellungen, dass das jetzt auch immer nur jetzt abgespielt werden kann. Das ist auch hundertprozentig sicher. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Und wenn ich jetzt sage, ich höre jetzt dieses Gespräch, ich denke mir jetzt dieses Gespräch aus, der sich jetzt das hundertprozentig nicht ausdenkt, ist nicht das Pixelmännchen Udo oder die anderen Pixelmännchen und auch nicht der, den du dir jetzt ausdenkst, der vom Computer sitzt, wo du sagst, das bin ich. Ich denke mir jetzt das Gespräch aus und ich höre jetzt diesen Lautsprecher zu, den ich mir jetzt ausdenke. Ich höre und ich sehe. Alles, was ich mir ausdenke, kann nichts hören und nichts sehen. Das wiederhole ich immer wieder. Bist du schon ich? Bist du schon der, der das jetzt erlebt? Dann sind wir ein Wir. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Das, wenn du jetzt meinst, du müsstest die Bestätigung von irgendwelchen Figuren, die du dir ausdenkst, kriegen, hast du mich nicht verstanden. Ja. Ich kann nur den Geist wachmachen, der träumt. Niemals irgendeine Figur, die von dir gedacht wird. Ja. Und Moritz geht es am besten, wenn ich ihn... Das ist aber interessant, wenn ich jetzt glaube, der Moritz zu sein, muss ich laufend an ihn denken, dass ich ja auch das blaue Ich wirkt. Darum sage ich, Tierchen gucken, Moritz, Anfang des Gespräches. Ja. Dass du, Geist, ja auch was erlebst, wenn du nicht ganz gezielt an den Körper von dem, der du jetzt zu sein glaubst, denkst. Du bist auch dann da, immer, wenn du nicht an deinen Körper denkst, wenn du über irgendwas nachgrübelst, ich sage jetzt, was koche ich heute, oder und da ist kein Hauch an irgendein Hauch von Information an das, was du bisher hingehen nach dann an den Körper, erlebst du doch trotzdem was, weil dein blaues Ich ja noch arbeitet. Das ist immer wieder, das ist wie wenn ich jetzt einen Roman lese, du musst ja an gewissen Seiten muss ja nicht unbedingt die Hauptrollen irgendwie erwähnt werden. Wenn wir jetzt eine Lebensgeschichte, ich sage jetzt einfach mal, wir machen hier Der Graf von Monte Cristo, ist ja relativ eine Biografie, eine Lebensgeschichte mit drin. Da sind ja so viele Seiten, wo Der Graf von Monte Cristo in keinster Weise in Erscheinung tritt, weil das in verschiedene Handlungsabschnitte reinspringt. Und dasselbe passiert, wenn du jetzt zum Beispiel hier studierst und dich plötzlich über das Gebiss auseinandersetzt in deinem Studium und dann nur an das Gebiss und Aufbau des Gebisses oder was auch das gerade das Thema, dann existiert halt nur das, da ist kein Hauch von einem kleinen Ich, von einem Körper da. Ja. Aber das blaue Ich ist da, weil im Arbeitsspeicher dich jetzt als Computer betrachtet, dein blaues Ich läuft. Ja. Wenn du da anfängst zu machen, das Interessante, alles, was du jetzt in dir vervollkommnest, wächst langsam in dir raus. Dass jetzt da Redos und Janus in dein Leben aufgetaucht sind, weil du da hier angefangen hast zu fokussieren. Wenn du natürlich nur Einseitigkeiten anstrebst, was du permanent aus dieser Einseitigkeit nicht rauskommst, umso mehr du dich auf Ken Ebsen fokussierst, auf Xavier Nadu, Verschwörungstheoretiker fokussierst und das als richtig definierst mit einer zwanghaften Definitionslogik, wirst du immer mehr Hass aufbauen gegenüber die Verschwörungstheoretiker. Solange du dich nur rechtsfaschistisch orientierst, wirst du immer mehr die linke Hälfte, umso größer die rechte Seite wird, umso größer wird die andere Seite. Umgekehrt natürlich genauso, umso mehr du immer mehr in den Mainstream hängst, diese angebliche guten Menschen, die Menschheit retten wollen, dass die nicht krank werden. Alle im Maulkopf verpassen, dass auch hier immer wieder Vermummungsgebot, jetzt ist Pflicht, dass du dich vermummst. Immer wieder, alle sagen Ausländer raus und dann kommt plötzlich hier Ausländer rein. Was du jetzt nacheinander dir hinstellst, ist immer gleichzeitig. Nämlich jetzt. Das lehrt Holofeeling. Kleinen Moment, ihr könnt mal quatschen, ich muss aufmachen. Na, ihr Hübschen, wie geht's? Gut. Genau so, wie du jetzt definierst, dass es
Das wollte ich gerade sagen. Ja, ja, es ist so, stimmt. Ah, das ist schön, ey, das ist schön, ja. Man ist ja noch jung, man darf noch ein paar Mal abrutschen, abgleiten. Ach, nee, gar keine Frage, wir rutschen genauso ab. Hallo, das wäre ja sonst gelogen, wäre nicht ehrlich. Ja, also heute war Udo Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß nicht, der geht so auf einen ein, also ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Das ist absolut krass. Die Videos kriegt er ja bestimmt und dann tolles Selbstgespräch. Wahnsinn. Immer so, ja, wie es sein darf. Genau. Ist wirklich schön aufgefächert. Sehr schön. Ja, schon gewaltiger Kosmos, ja. Wahnsinn. Mir fehlen die Worte. Ich will nur noch genießen. Das ist... Ja, das ist so schön, das zu sehen, ja. Ja. Erinnert mich auch an die hier und jetzt gedachte Anfangsfreude, die ein jeder so hat, wenn er wirklich erkennt, was für ein gigantisches Geschenk das ist. Ja, ja. 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 Das kann man keinem erzählen. So, das Problem ist, man wird jetzt auch vorsichtiger, obwohl man es ja nicht braucht, weil man einfach versteht, das kostet Arbeit. Man denkt immer so, das kriegt man geschenkt oder so. Also ja, das Ende vielleicht, aber der Weg dahin, der ist steinig. Der Weg ist steinig. So. Ja. So wie es sein muss, so wie es sein muss. Du bist geschliffen, das Leben schleift dich. Und es kann ganz einfach gehen, es ist einfach nur das Einverstandensein. Und dann werde ich dich aufmachen für höhere Welten, für höhere geistige Zustände. Höher ist natürlich auch schon wieder, ist dieses Höher ein Gegenteil von dem Tiefer? Nee, das ist absolut rot geschrieben, verbundenes Wissen. Wir verbinden das rote UB. Das ist blaues UB ist aufgespanntes Wissen. Der Brösel UB jetzt blau gelesen ist aufgespanntes Wissen, weil ich erkläre dir in Form von Worten was. Aber was ich dir letzten absoluten Endes erkläre, wird durch jedes Wort, das ich ausspreche, zerstört. Ja. Weil jedes Wort wieder ein riesengroßes Chat ist. Ja. Ja. Ich finde das so faszinierend. Thema hat, schau mal, was meinst du, wie es jetzt mit einem Redo-Programm aussieht, wenn er an seine Diana denkt? Das ist eine Zwangstrennung, die ich da mache. Das können sie doch bloß aussetzen. Aber im Innersten sind die schon immer eins und waren das schon immer. Die waren schon eins, wo der eine Brüssel vom anderen noch gar nichts gewusst hat. Erinnert euch an die schöne Geschichte, wo ich mit euch zwei abgespielt habe. Ja, okay. Das ist göttlich gewesen. Ohne Wenn und Aber. Ich habe da so meine Möglichkeiten. Das ist Wundersinn, was intim ist. Merkt ihr das? Intim, in time. Können nur in Form von Zeit passieren, auftauchen. Aber das Wundervolle selber, das bist du selbst. Das ist voller Wunder. Jeder Moment, jeder Augenblick ist ein Wunder. Dass dieses absolut Unveränderliche einzig ständig verändern kann, das ist ein Wunder. Dass du nichts träumen kannst und in dir Welt erschaffen kannst. Ja, dass du das erklären kannst. Weil das dann wirklich lieben, auch wie ich immer sage, die Facetten, die Horrorfilme und die Gruselfilme genauso lieben, weil du brauchst eben die Unterschiede, die Abwechslungen. Ja, ich muss aufpassen, ich kriege gleich einen Herzinfarkt. Weißt du, und dann kommt diese Begeisterung, wo ich jetzt immer wieder sage, bei unserem Moritz, der ist jung, ich sehe da bloß einen jungen Jahren. Ich sehe bloß einen Jahren vor über 20 Jahren. Ja, ja. Das muss man abwarten, Redo. Schau jetzt, du bist auch alter grauer Sackwurm. Es ist schön, wenn man jetzt anschaut, wenn man die ersten Bilder sieht, dass sich ja doch so viel verändert. Wisst ihr, das Leben kann sehr grausam sein. Dann sage ich, das war ich. Nein, das bin ich jetzt, weil ich daran denke. Ja, ihr seid spitze. Ich habe jetzt so schön Jugendfotos von mir. Ich habe keine Fotos. Jetzt machen wir wieder Brüssel-Geschichten. Ich habe die ganzen Fotos weggeschmissen. Also alle Sachen schon vor 20 Jahren, alle gelöscht, bis auf 2, 3 Stück, wo die Marion aufgekommen hat. Jetzt, wie meine Mutti ja gestorben ist, kommt mein Bruder, ich habe
da ja nichts, der hat es ja alles gemacht und dann hat sie ja Briefkuvert gehabt und da waren alte Fotos von mir drin. Die hat er verbracht. Und jetzt habe ich alte Fotos von mir. Bei der Bundeswehr, ich wusste es gar nicht mehr, also elementare. Und Holger war jetzt da, jetzt zeige ich das, hätte ich da überhaupt nicht gekannt. Wahnsinn. Es ist, was das Leben doch mit einem anstellt, wie sich das umformt, das, was man zu sein glaubt, aber hat sich an dem, der es erlebt, was verändert. Wie oft habe ich das gesagt, Breda? Dieses Ich-Gefühl. Das ist unabhängig von den Wehwehchen oder was, wenn ich jetzt Elisabeth erinnere dich an Almena, wenn wir jetzt da fast über 20, weit über 20 Jahren zurückgehen. Du hast dich ja fast überhaupt nicht verändert. Ist schon eine Menge passiert. Da, wenn ich mich anschaue dazu, na, du bist fast gleich. Da, wenn ich jetzt Fotos von dir sehe, wenn jetzt das, wenn eine schlechtere Aufnahme ist, du bist relativ gleich geblieben. Also ich bin ja komplett anders. Ja, ich habe ja die Videos gesehen mit den braunen Haaren. Ah, das ist ja, du musst noch weiter klicken, was du kennst, also, keine Bilder, das war ja schon Holofeeling. Mhm, warte mal schnell, warte mal ganz kurz. Ihr könnt ruhig weitermachen, ich tue mal ganz, wenn ich das zufällig... Ich zeige euch einmal mich als Geschäftsmann, okay? Ja. Den denkst du dir jetzt, habt ihr mein Bild? Ganz kurz bloß. Das ist in meiner Hochphase gewesen, hier in der Phase war ich 37. Da muss man aber genau hinkommen. Ja, ja. Den stellst du jetzt als Geschäftsmann erfolgreich, steigt aus einem großen, was weiß ich, Bosch oder was aus. So muss man auftreten. Ganz anderer Mensch, ja. Komplett anders, ne? Ja, das krass. Wirklich. Und was ist aus mir geworden? Ja, das ist... Ja. Das ist. Jetzt musst du das mal auf ein Bild noch bringen, oder? Das Affen, der weiße Affe. Ja, genau so. Das Affenbild? Der weiße Affe. Das macht das Leben aus dir und du kannst dich nicht dagegen wehren. Ja. Und dasselbe gilt jetzt für dich, aber in dem Maß, wenn ich die Elisabeth jetzt nehme, die hat sich fast überhaupt nicht verändert. Ach, hör auf. Also das ist Mini, das ist älter geworden etwas, das Gesicht, aber du bist relativ gleich blind. Aber das haben wir auch wieder so und so. Ja. Aber das ist ich gut. Bei meiner Mama auch, ist auch mal immer wieder, was verändert sich an dem, der es erlebt, der sich es ausdenkt? Genau, das geht ja. Inge, du kannst jetzt am meisten reden, als jetzt zeitlich gesprochen Älteste. Wenn du mit dir allein bist und jetzt deine Bücher lesen tust oder grübelst und nicht an deinen Körper denkst, bist du immer noch dieselbe Inge, die in Almena war vor und noch jünger. Das ist das Schöne, das ist das, was überlebt. Das ist das, was dir mal klar wird. Was bin ich eigentlich? Was ist der Geist, der ein Leben erlebt? Ja. Und jetzt sage ich dir wieder, egal was du jetzt denkst, das bist du nicht, weil dann wirst du automatisch wieder zu einer Information. Ja. Das ist ohne Esoterik, ohne Religion, das einfach auf den absoluten Punkt gebracht. Und das zu verstehen, brauchst du überhaupt kein intellektuelles Wissen. Ich sage, das kann sogar 13-Jährige hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen. Und dann wird dir jetzt das so Phasen, jetzt so Ausnahmeerscheinungen wie Moritz oder der Jan, wenn man jung ist, wird dir diese Geistlosigkeit der Menschen um dich bewusst. Was gefährlich ist, weil dann fängst du schon wieder Feindbilder an. Es sind einfach Wissensfacetten. Es ist wie Staubsaugen, sage ich mal, wenn man so bei einer Hausfrau, wenn man so abschaltet und einfach Staubsaugt und einfach das Wissen aufnehmen, so. So stelle ich mir das jetzt vor. Das ist schon wieder das große Problem, ja, dass du Wissen gar nicht aufnehmen musst. Das kommt ja, du musst es dann ausdenken. Das ist ja schon da. Darum sage ich, die Bibliothek ist wie auf der Festplatte die Bücher. Ja. Die sind ja schon da für dich. Ich meinte dein Wissen. Die müssen das, einmal existieren, die müssen einmal existieren, dann werden sie freigeschaltet. Mhm. Das, ich mache immer wieder in einem Videospiel, wo Gebiete sind, die ja da sind, aber die müssen erst freigeschaltet werden. Mhm. Und genauso musst du das machen mit der Vervollkommnung, weil du reagierst ja auf die Bilder immer noch einseitig, mit einseitigen Interpretationen. Immer dran denken, jede Veränderung, die in dir passiert, hat erst einmal zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit ist, dass es ein Reizauslöser ist, oder eine Reaktion. Und wenn du das sehr genau das beobachtest, ohne das zu bewerten, wirst du feststellen, dass selbst deine Reaktionen dir dann wiederum Reizauslöser sind, weil Reizauslöser und Reaktion ist ja auch eine Welle.
Das heißt, die müssen dann schon wieder gleichzeitig da sein. Da machst du eigene Gedanken. Und das macht dieses Spiel im Hier und Jetzt, was wirklich immer alles jetzt ist. Die Bilder des Films, die du zack, zack, zack immer jetzt siehst, sind im Kontinuum der Datei gleichzeitig da. Aber ein Kontinuum heißt ein lückenloser Zusammenhang wirklich übersetzt. Genauso ist dann auch, wenn du jetzt anfängst, dir nach DK ein XYZ-Achsenkreuz auszudenken als zweidimensionale Vorstellung eines dreidimensionalen Raums, dann wirst du feststellen, dass eigentlich die Z-Achse ist diese, wir haben ja hier XY und dann die Z-Achse ist das im Spiegeltunnel, wo ich sage, das ist die Achse, wo du eigentlich geboren wirst, in einer Reihe, in Spiegelungen, die eigentlich alle sich in einem Punkt abspielen, weil sie eins durch sind. Das eine ist nicht das Kleinste, sondern das Allumfassende. Das Universum. Das in eins gekehrt. Ja, wie kann man das? Die Sprache ist Physik. Ich sage immer wieder, das ist die Grundprinzipien sind ganz, ganz einfach. Und man will halt die Menschheit retten. Und ich sage, versuche es nicht, dass je nachdem, wenn du einen hast, sondern dich, vervollkommne dich. Und dann wachsen die Redos, die Dianas immer mehr. Du merkst am Chat, da kommen dann die Folgers, die Reiners, die Bezis, die kommen dann alle nach. Aber man muss einmal Blut lecken. Und das zieht sich hin, wenn du voll bist wie mein Bezi früher, wenn ich immer mache, er hat doch kein Problem damit, wenn ich das sage, der schmutzelt über sich selber, wenn du loslässt. Das verstehe ich nicht. Da komme ich nicht mit. Ich sage, das ist erster Punkt. Wer bestimmt jetzt, dass du das nicht verstehst? Dein eigenes Ego. Was hast du eigentlich für einen, der auf der anderen Seite neugierig ist und sich selber immer einredet, da komme ich nicht mit. Na so, dann bleibst du halt da. Dann wirst du halt noch weiterhin leiden und ums Überleben kämpfen und Wünschen nachäffen, die dir am Arsch vorbeigehen würden, wenn du nicht so programmiert wärst. Was ich Werbung nenne. Dieses Konsum, 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 wir müssen, das erhält uns am Leben. Das ist ein totaler Blödsinn. Es ist so unendlich geistlos, dieses System. Ja. Es ist Kapitalismus, ein todbringendes Verbrechen. Jeder, der meint, Kapital erhält ihn am Leben, hat nicht verstanden, was Kapital bedeutet. Ein todbringendes Verbrechen. Das heißt, es bringt dir so viele Informationen, die dich aber, jede einzelne Information, jedes Wollen und Nichtwollen, hält dich auf dieser Ebene der Unvollkommenheit, der Einseitigkeit fest. Und das Spiel endet nicht, wenn du Geist bist, indem du dann stirbst und deinen Körper auflöst, weil jetzt konstruierst du ja schon wieder Zukunft. Versteht das dann mal, dass du weder in der Vergangenheit geboren wurdest, noch in der Zukunft dich auflöst. Wenn du geboren wirst, wirst du jetzt geboren. Aufgrund einer neuen Information, weil das dein Körper ist. Aber auch jetzt zerstört, weil mit dem neuen Körper der Alte sich im selben Moment auflöst. Das ist das Symbol der 200 Gramm roten Nede. Und schon zu fragen, was war zuerst da, ist noch die chronische Krankheit des unbewussten chronologischen Denkens. Kategorie 2. Es gibt kein Vorher und kein Nachher. Es gibt bloß ein ewiges Jetzt mit zwei Hälften. Eine Hälfte ist der bewusst und die andere ist der nicht bewusst. Jetzt ist es hell. Da muss es jetzt auch finster sein. Und dann, wie oft habe ich das gesagt, in dem Moment, wo du in die Synthese gehst, musst du dich erheben über deine Vorstellung von Erde, von erweckten Wissen. Jetzt ist es ja bloß hell, dann erhebst du dich und du hast im Hintergrund ein Konstruktprogramm, heliozentrisches Weltbild, die Erdkugel, die vom Scheinwerfer angestrahlt wird und plötzlich siehst du, dass hell und dunkel bloß gleichzeitig da sind. Genau. Selbst wenn sich da irgendwas dreht, die Kugel dreht, es bleibt eine Seite hell und eine Seite dunkel. Und die hell und dunkel sind bloß dann da, wenn du es denkst. War es jetzt die ganze Zeit hell? Wie oft haben wir das durchgespielt, Redo? Was verstehst du bei dem Wort hell? Ja, dass ich was sehe. Oder Licht. Wir machen ganz kurz nur Physik. Ich sage, Licht kannst du nicht sehen. Dieses reine, normale, angeblich weiße Licht der Physikbücher ist unsichtbar. Ja, ich kann doch Licht sehen. Und dann kommt sofort wieder mit dem Laserstrahl. Ein Beispiel vor 20 Jahren. Gut, wenn ich einen Laserstrahl einschalte, was habe ich dann? Ich schalte einen Laserstrahl, wenn du jetzt einen staubfreien Raum hast, dann hast du einen Laserstrahl und einen Punkt an der Wand, wo der hinleuchtet. Ja, da geht der Lichtstrahl hin, so ich zeige mir den Lichtstrahl. Ja. Wenn du jetzt im Kino sitzt oder VR-Brille auf hast und du siehst die Sonne und einen Baum oder einen Menschen, der da steht, körperlich, und der wirft einen Schatten. Ja, das macht das Licht. Ich sage, es ist logischer und nicht besonders geistreich, zeig mir das Licht. Ja. Meinst du, wenn du jetzt eine VR-Brille auf hast, dass die Sonne auf deiner VR-Brille, dass die Licht aussendet, die dann den Schatten merkt, den du wieder im Kino auf der Leinwand siehst, meinst du, die Sonne auf der Leinwand wirft den Schatten?
Das ist ein, da ist die Physik im Hintergrund. Das ist ein logisches Konstrukt. Gut, dann blasen wir einen Rauch oder einen Dampf rein. Dann sehe ich doch den Lichtstrahl. Ich sage, du siehst das Licht nach wie vor nicht. Du siehst Rauchpartikel, die weiß sind. Und wenn du da auf den Knopf drückst und sagst, jetzt habe ich die Lampe eingestrahlt, eingeschaltet, dann siehst du innerhalb der weißen kleinen Rauchpartikel oder Dampfpartikel, siehst du plötzlich rote, wenn es ein Heliumlaser ist. Ja. Aber rote, rote Dampfpartikel sind kein Lichtstrahl. Ja, die sind ja rot, weil das rote Licht die anleuchtet. Zeig mir das rote Licht, wenn kein Lichtpartikel da ist. Ja. Rot kann man nicht sehen, rot kann man nur sein. Das ist übrigens ein Heliumlaser dann, HL. Das ist der Gott. IUM. Und intellektuell aufgespannte Gestaltwerdung. Und dann ist das rote blau. Das führt uns dann in die Farbe lila. Und Hebräisch hier lila, lila heißt die Nacht. Das ist die Existenz in der Acht. Du kannst natürlich auch NA lesen, die existierende Schöpfung ist JD in Schrecken versetzt werden. Dann fängst du wieder an, ums Überleben zu kämpfen. Und jetzt habe ich wieder einen Punkt, dass ich sage, jeder, der die Grundlagen der Vordersprache hat, den schlechtesten, das hat es bis oben hin, das Ausgedachte, und hat ein Heureka, und der, der die Grundlagen nicht hat, der sagt, was redet der für einen Scheiß? Der bleibt weiter, der erstickt in seiner Arroganz, der Besserwisserei, dass er meint, das ist ja eh nicht nötig, was ich erzähle. Es ja, ist schon ein Segen, dass ich in irgendjemand als wer auch immer auftauchen tue. Es ist ein Geschenk. Und dann teste ich dich zuerst einmal, wie du reagierst. Du kannst so reagieren wie ein junger Redo, wie ein junger Jan, wie ein junger Moritz, eine etwas ältere Inge. Du kannst so reagieren wie ein Klaus, dem man gesagt, um der das zwar hört, aber meint, der muss dann zuerst nur nach Indien und so weiter und so fort und sich aber verarschen lassen von seiner eigenen Logik, von seiner Information, dass er meint, das ist ein Gott, der sei Baba, der in ihn aufgetaucht ist, wie in Indien war. Ja, sein Glaube hat es verwirklicht, weil er wollte das glauben. Er ist der Gott. Nicht irgendein Gedanke, ein ausgedachter Gott ist ein Geschöpf von dir. So mächtig bist du, du kannst sogar Götter erschaffen in dir. Wenn du ich bist. Was meinst du, was ich Geistesfunk nenne, was das sind? Das sind Götter. Aber das sind Gottes Kinder, das sind Facetten von mir selber. Lauter kleine Adams, wo es eigentlich bloß einen gibt. Lauter kleine Jahwes, wobei es eigentlich nur einen gibt. Im Jetzt. Ja, ja. Ja, so ist es. Jetzt lassen wir es gut sein. Ich ja, klinge jetzt so aus, ihr könnt gerne mal wenn reden. Redo, ich habe kurz vorher unterbrechen müssen, weil ich habe schon Gespräch für gehabt mit Moritz und das war dann mit dem Unterstimmt am Skype, was nicht ganz, soll auch so sein. Ich tue dir die erste Hälfte mit dazu und dann kannst du das anhören und eventuell die zwei wieder zusammenpacken, da eins, da zwei. Okay. Ja. Wir können gerne noch ein bisschen quatschen, aber die Aufzeichnung vielleicht, also wir können eine neue aufnehmen oder so. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich klicke, ach ja, wenn ich mich jetzt ausklinge, seid ihr genau. Da. Also, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Udo, alles danke. Klar. Und liebe Grüße an Mario. Ja. Bescheid, wir haben das geklärt mit dem Haus B-Reit. Mit dem ja. Haus B-Reit. Ja. Okay. Ja. Das könnt ihr ja dann nur bequatschen und reden und Diana gleich sagen, was da abläuft. Ne? Ciao. Ja, ciao. Ciao.